So Leute, auf geht's. Erstmal meine VM anschmeißen. Oder erstmal warten, bis Twitch gecheckt hat, dass der Stream on ist. 0 Zuschauer sind es angeblich. Das ist, das deckt sich nicht mit dem Chat. Ah, jetzt sind 27. Okay, Twitch laggt. Laggy AF, lull. Ich überleg mir gerade, ne? Jetzt mal ernsthaft. Ich bin 37, sitze vor meinem Rechner und sag wie der letzte Kacknoob, Laggy AF, lull. Also wenn ich mir früher einen 37-Jährigen vorgestellt habe, dann habe ich mir das nicht so vorgestellt. Ja, moin Leute. Ich mach mal meine VM gerade an, wo wir gerade dabei sind. Und meine WM, wie die coolen Leute sagen. Wir haben einen auf der Arbeit, der sagt nicht VM, der sagt immer WM. Klingt irgendwie ein bisschen hängen geblieben, ich weiß, aber... Wobei, das stimmt nicht mehr, der ist gar nicht mehr bei uns auf der Arbeit. Der ist mittlerweile, hat eine eigene Firma gegründet, ist jetzt woanders als Beratungsstellstyp. Aber der hat immer gesagt WM. Und der hat auch nicht VMware gesagt, sondern immer gesagt WMware. WM. Wo ist denn hier meine VM? Da. WM, genau. Naja, der W kann es ja nicht sein, weil W würden die Amis ja W aussprechen. Also VM müsste eigentlich bei den Amis VW sein. Wie bescheuert ist eigentlich, dass WW ausgesprochen wird? Ja, alles andere kannst du irgendwie betonen. Aber das W, was haben die sich dabei gedacht? Kona-Style. Gut, da sucht man den Sinn ja vergebens, ne? Es hat sich halt so entwickelt. Ja, wusstet ihr, woher das Wort Planet kommt? Also, wie ich jetzt da drauf komme, muss ich mal erzählen. Ich habe letztens ein Video geguckt auf YouTube, Interview mit einem Flat Earther. Und der Typ, der war geil. Der hat gesagt, das ist doch klar, pass mal auf, Big Brain Move. Der hat gesagt, es ist doch klar, dass das alles flach ist. Beim Wort Planet, das ist Plan, Planet. Man erkennt doch schon, dass das flach ist. Und dabei habe ich geguckt, Moment, kommt das nicht aus dem Griechischen? Da habe ich geguckt, doch, das kommt aus dem Griechischen. Hat mit Plan überhaupt nichts zu tun. Überzeugt komplett, ja. Ihr wisst ja, was ich mal gerne sehen würde für ein Video? Flat Earth, also Flacherde versus hohle Erde. Da würde ich mich mal interessieren, was dabei rauskommt. Die können doch gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Weil um hohl zu sein, muss die Erde schon mal rund sein. Und hohl? Und Flat, das passt überhaupt nicht. Das würde ich gerne mal gucken. Flacherde versus, wie das gibt es Erde. Oh nee, das kann ich mir nicht angucken. Auf der einen Seite würde ich es gerne gucken, aber da platzt bestimmt mein Kopf dabei, wenn ich das sehe. IQ++, ja. Huge. 8 Monate, danke schön für den Sub. Hyper Sub. Ne, noch nicht ganz. Noch normaler Sub. Subscriber. Ich mach mal kurz hier meine VM an. Meine WM mache ich an. Wer im Innen lebt, was weiß ich. Wahrscheinlich gab es da nicht mal so einen Film, dass die Nazis überlebt haben im Inneren der Erde oder sowas. Das ist irgend so eine Verarschung. Oder war das auf dem Mond? Okay, ja, ich bin da nicht so im Bilde, was da angeht. Was ist MHWDB? Ah, irgendwie. Echt, ich habe schon alles geupdatet, das hätte ich gar nicht gedacht.
Ah, cool, ich habe meine Mail geschrieben. Hogwarts. Mittlerweile ist das Menü von Thunderbird so unübersichtlich. Wie kann ich jetzt als Unread wieder einstellen? Okay, wunderbar. Sonst vergesse ich das morgen. Ja, mach mal Update hier. Wobei, wir brauchen die Linux-Kiste eigentlich gar nicht, fällt ich gerade aus. Wir machen noch Windows-Stells weiter. Warum ist das nicht verknüpft, Overlay Champ? Hallo? Hallo? Warum startet das nicht? Zum mal starten? Ist das deinstalliert? Hä? Hä? Was ist das jetzt? Warum ist das einfach weg? Wait a minute. Warum ist das... Ich hab das nicht deinstalliert oder so. Das ist noch da? Vielleicht Upgrade? Ah ja, vielleicht Upgrade. Das kann sein. Warum macht's dann aber kein neues Icon, wenn Upgrade? Wahrscheinlich, weil es Windows ist und suckt. Kann man das jetzt hier drüber starten? Nee. Hä? Was zum... Ich check's nicht. Wie starte ich das denn jetzt? Warum ist es weg? Warum ist das einfach... Warum hat sich das einfach gelöscht? Rainer 64. Das... Warte mal. Als Admin start... Was zum Teufel ist das? Warum ist mein Rider weg? Das ist doch offensichtlich ist es doch noch da. Hat jemand eine glorreiche Idee? Nee, ich hab's nicht über Toolbox installiert. Ich installiere das jetzt einfach nochmal, dann geht's bestimmt wieder. Oder ich installiere es über die Toolbox. Standalone Installer. Gibt's das über Winget? Nee, Winget habe ich nicht drauf. Da hier, Exe. Gibt's ja auch coole Leute, die sagen nicht Exe, die sagen IXIXI. Ist das eigentlich so Pepo fett? Guck mal, früher, das hätte gerade mal auf eine CD gepasst. Verstehe ich nicht. Aber warum hat sich das jetzt deinstalliert? Das verstehe ich nicht. Wo ist das? Das check ich echt nicht. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu... Windows-Logik. CD 400 MB? Nein. CD ist 750 MB. Und warum ist die CD 750 MB? Weil die erste CD von Sony Beethovens 5. Symphonie oder sowas enthalten musste. Und das war genau 72 oder 74 Minuten. Ich glaube sogar 72 waren es. Weiß es nicht genau. Das kommt umgerechnet auf 750 MB. Das ist Boomer-Wissen. Heute interessiert das keinen mehr. So. Ich installiere das jetzt nochmal. Vielleicht darf ich dann. Darf ich dann wieder starten? Weiß ja nicht. Okay, ja, ist gut. Mach ich das installiere. Next. Select. Uninstall. Ich, ehrlich gesagt, ich will das gar nicht uninstall. Ja, okay, wunderbar. Silently. Wunderbar, mach silently. Jetzt machen wir 1.5. Okay. Ich hab legit keine Ahnung, was da Sache ist. 64 Bits ist immer gut. Ach, 650, waren es nicht 750, waren es 650 sogar. Kann sein. Wie schnell ist deine Internetleitung? Gute Frage. 400 down, 40 up? Oder 500 down, 40 up? Eins von beiden.
Ich habe mir übrigens jetzt den Kram gekauft, ne? Ich habe mir jetzt hier dieses Package gekauft letztens erst. Store? Desktop, wo ist es denn? Bei? All Products Pack habe ich mir letztens gekauft. Fürs Jahr. Das geht schon. Eigentlich ist 250 für ein Jahr durchaus okay. Das verwendet man fast jeden Tag und es ist echt gute Software. So, ich hoffe, jetzt geht der Kram wieder. Run. Ah ja. Jetzt funktioniert's. Alles klar. Ja. Ich hab's mir ja gekauft. Ich könnte jetzt eigentlich mit dem Key mich anmelden. Egal, wir wollen jetzt ja mal weitermachen. Okay, scheint zu funktionieren. Alles klar. Wo sind wir stehen geblieben? Ich mache mal Visual Studio auf. Hatten wir irgendwelche Memory Leaks? Nee, das geht nicht mit Key. Das geht mit. Also ich glaube, es geht auch noch mit Key, aber man loggt sich da ein mit Account und Passwort. Also da ist es tatsächlich schwierig, was zu leaken. Weil man das jetzt nicht im Klartext irgendwie hinweist. So, mal gucken, ob wir einen Memory Leak hatten zum Schluss und ob der Kram noch funktioniert hat. Genau, das hat ganz hart weird champed. Weird champed. Weird champ mit oder ohne Memory Leak? Weird Champ ohne Memory Leak. Okay, alles gut. Wunderbar. Habe ich Subs übersehen, Leute? Ich guck einfach mal bei mir kurz im Dashboard. Vielleicht mal kurz. Ah, nee, Overlay habe ich gesehen. Fatal hat gestern 25 Monate subscribed. Weiß nicht, ob er da ist, aber easy as fuck. Mega Hyper-Subscription hier. Also, ich zeige euch mal, wo wir stehen geblieben sind. Also, was schon funktioniert ist, das GIF als Overlay. Wir machen das mit dem Papagei. Das ist mir lieber. Content. Wo ist der Papagei, Leute? Ich brauch irgendwas Motivierendes jetzt. In Rider gibt es da das Menü Resharper. Ja, du kannst Memory Profile machen, als wenn du es mit dem Debugger startest. Aber ich bin noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Rider Debugger. So. Jawohl. Passt. High Performance Rare Parrot. Funktioniert. Alles klar. Perfekt. Easy. Also, da sind wir stehen geblieben. Da sind wir stehen geblieben bei ungefähr 1000 FPS GIF. So, und was ich jetzt probieren werde, ist, der Memory leakt ein bisschen, oder? Ne, das kann sein, dass ich das erst einpendel. Das pendelt sich ein. Das pendelt sich ein. Also, was ich heute mal probiert, das ist der ekligste Source Code, glaube ich, den ich je fabriziert habe hier. Das ist alles in einer Datei und alles untereinander und absolut unverständliche, kryptische DirectX-Dinger. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Wir werden das jetzt ein bisschen ordentlich machen und wir machen das Multithreader. Zumindest ist das mein Plan. Also, mein Plan für heute ist, wir machen den Decoder und das Render-Ding per DirectX machen wir in zwei verschiedene Threads. Wir machen also quasi einmal Bilder zu Grafikkarten, Kopier-Thread und einmal GIF-Decoder. Und wenn wir ganz schlau sind, heute, dann machen wir es sogar so, dass ich nicht permanent das GIF von meiner Festplatte lese. Ich bin mir nicht sicher, ob hat der Task Manager eine I/O-Anzeige? Weiß das jemand? Hier, guck mal da. Na gut, es ist gecached. Es ist gecached, aber der macht trotzdem jedes Mal, also der liest das immer von der Festplatte. Das ist auch nicht schön. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, wenn ich das im RAM behalte bei einem GIF. Und dann, wenn das alles funktioniert und wir wissen, dass das huge, mega, big brain Performance ist, dann machen wir es mal so, dass man das auch verwenden kann, weil aktuell ein GIF mit 1000 FPS braucht ja kein Mensch. Wir gucken dann, wie lange so ein Durchlauf braucht und machen dann auch mal einen Sleep rein. So sieht dein Source Code immer aus.
Ja, ganz wichtig ist ja auch, der Source Code, der muss ja so gut dokumentiert sein, dass da quasi, nee, der muss so gut geschrieben sein, dass er sich selbst dokumentiert. Also zum Beispiel ist es wichtig, dass man die Variablen blub nennt. Temp. Nee, das ist gar nicht temp. Blub, temp, i ist sehr beliebt. Count, temp 2. Also gerade Count und temp 2, da weiß man sofort Bescheid, wenn man das sieht. Data und Size ist auch immer gut. Blub sowieso. Ja, also Leute, ich lese das heute, ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was es macht. Macht aber nichts. Wir räumen jetzt ein bisschen auf. Wir räumen jetzt mal ein bisschen auf. Also, ich schmeiß den ganzen Shit erstmal raus. Wir machen jetzt mal Big Brain. Habe ich hier Shit? Oh, nice. Okay, jetzt adde ich aber viel mehr, als ich haben will. I, Shit unter Windows, hör auf! Hör auf! Ah! Okay. Ach du Scheiße, wie geht das unter Windows? Okay, Windows. Sec. Ich mache mal ein ordentliches Terminal auf. So. Wo muss ich denn hin? CD, Rider. Dann haben wir Overlay Champ. Und da muss ich das Git-Repo löschen. Git. So, ich habe da irgendwie Mist. Ich habe da irgendwie Mist. Mist. Also, Git init. So, und jetzt brauche ich ein Git-Ignore. Ein ordentliches Git-Ignore. Da gab es noch so eine coole Seite, die habe ich schon letztens extra noch gezeigt. Git ignore, GitHub. Da gab es so einen fertigen GitHub. Git-Ignore. Vorlage. Da war auch ganz praktisch. Wobei, brauchen wir nicht. Ist eigentlich ziemlich sinnlos. Weiß gar nicht, ob es da eine Vorlage für gibt. Gitignore.io. Stimmt. Punkt.io muss ja sein. Wir haben 169 Zuschauer. Alter, das ist laggy. .NET braucht man wahrscheinlich, ne? Hallo? .NET Core, okay. Und jetzt? Okay, das brauchen wir. Der Rest ist eigentlich ziemlich unsinnig, aber okay. Also, Git ignore. Habe ich da ein Vim drin? Boah. Alter, jetzt wird's aber advanced hier. Dings und FFmpeg kommt rein. Gut, das reicht eigentlich schon. Macht das alles äußerst ungern. Punkt VS können wir auch noch reinmachen und Punkt EDA, okay. Perfekt. Das sieht doch jetzt eigentlich ganz gut aus. Okay, git add minus a, bam. Oh nein. W Windows JIT, Alter. Git commit minus a minus m, keck w. Perfekt. So. Jetzt habe ich das nämlich in meiner Git-Liste drin. Jetzt kann ich den ganzen Shit, den ich hier unten habe, kann ich jetzt einfach löschen. Und gut ist. Schnell mit XML schreiben. Was? XML. Also egal, was es ist, XML ist in der Regel nicht die Lösung dafür. Okay, also fangen wir mal an. Oh, guck mal, ich habe schon ein paar Klassen angelegt. Videodecoder brauchen wir. Video Frame brauchen wir auch. Also, wir machen jetzt den Decoder Multithreader. Das bedeutet, wir brauchen erstmal. Musik zu laut? Passt. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal irgendeine Klasse, wo wir ein Bild von dem GIF drin halten können. Also quasi ein Bild davon. Was wir gerade 1000 FPS haben. Aber ein Bild. So, das benutzen wir ja gerade schon. Nur mit dem Unterschied, dass. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Warum habe ich denn kein Memory Leak? Kann das sein, dass ich verwende die Klasse noch gar nicht? Ich habe wirklich alles in einer Datei. Kann das sein? Alles unter. Ach du Scheiße, ey. Okay, ich habe es wahrscheinlich letzten Stream gesagt. Ich verstehe nicht mehr, was ich gemacht habe. Aber ich muss sagen, es ist heute eingetreten. Ich verstehe nicht mehr, was ich gemacht habe.
Der Cutebot schickt keine Benachrichtigung. Weirdchamp. Lul. Richtig Weirdchamp. Also dann machen wir das mal. Dann versuchen wir das mal ordentlich zu machen. Ich schmeiß diesen ganzen Shit hier raus. So, wir machen das jetzt. Das brauchen wir, dass das Fenster ist. So, und dieser ganze Mist hier. Das machen wir jetzt einfach. Pass mal auf, das machen wir jetzt so. Bam. Auscommentated. Das kommt weg. Und das ist das ganze DirectX-Zeug. Das muss auch weg. Okay. Ich kommentiere es erstmal nur aus, dass ich es gleich wieder finde. Okay. So, jetzt kriege ich ein leeres Fenster, wenn ich das starte, oder? Leeres Fenster? Leeres Fenster, okay. Perfekt, jetzt können wir anfangen. Also, ich brauche ein Videoframe. Das hier ist der FFmpeg. Das hier ist also quasi das unmanaged FFmpeg-Ding. Dann brauche ich Höhe, Breite, Größe von einer Bildzeile und ein Pointer auf die Bilddaten. Okay, das passt eigentlich. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich muss dafür sorgen, dass der Kram automatisch aufgeräumt wird. So, und da verwenden wir jetzt mal was für, was man normalerweise in C# relativ selten verwendet. Wir verwenden mal das Gegenteil von einem Konstruktor, sondern wir verwenden mal einen Destructor. Also sprich, wenn der Garbage Collector das Ding aufräumt, dann ruft er das Ding hier auf. Und was wir hier machen müssen ist, alle Managed Ressourcen freigeben, die wir haben. So, und Managed Ressourcen sind in dem Fall das Unmanaged FFmpeg Zeug. Also von der Idee her müsste das dann sowas sein. Mal wieder Partner Programming Speech. Ich habe mit dem Noel in letzter Zeit wenig Kontakt gehabt. Der hat aber auch keine, ich wollte ihn jetzt auch nicht nerven, der hat auch keine Videos hochgeladen. Ich glaube, der ist gerade studiumsmäßig oder wie auch immer anderweitig beschäftigt. Weiß ich nicht, aber ich würd tatsächlich gerne weitermachen, dass da was Vorzeigbares rauskommt. Bettge, genau. Der Sarix mag den Smiley. Oder Smiley. Das war jetzt richtig, richtige Boomer-Anhutzer. Keine Smileys, Emotes. Reisjam Bugfix Session. Soll ich euch mal ehrlich was sagen? Soll ich mal Real Talk? Ich habe keinen Bock mehr, am Reisjam was zu machen. Ich weiß nicht, warum es keine Ankündigung im Discord gab. Der Bot ist dead wahrscheinlich. Ich habe keinen Bock mehr am Preischamp was zu machen irgendwie. Guck mal, das letzte Changelog ist nicht umsonst vom Februar. Der Preischamp hat ja eigentlich seine Aufgabe erfüllt. Es gibt ja mittlerweile wieder Hardware. Lass es die Community machen. Das kannst du vergessen. Die Community macht da wahrscheinlich gar nichts. Die Community ist nur scharf auf mein Frontend-Kram wahrscheinlich. Mein Big Brain JavaScript-Zeug. Ich weiß nicht, ob ich am Preischamp nochmal was mache. Keine Ahnung. Also mein aktuell funktioniert der noch. Auch das ist natürlich nicht so ganz richtig. Was passiert denn da, wenn ich da draufklicke? Wo komme ich denn da raus? Oh, die Expert-Seite ist richtig schnell. Nicht lieferbar. Okay, nicht lieferbar ist ungleich 1799 Euro. Okay, dann ist der Webseiten-Parser im Arsch. Keine Ahnung. Da müsste ich den mal... Ich müsste mal den wie heißt das Ding? Den Street Merchant rebasen. Aber ich habe keinen Bock am Preischamp was zu machen. Ich sag's euch, wie es ist. Ausgechampt erstmal. Ja, das Gute ist ja, ich habe damals ja schon versucht, ein bisschen mitzudenken. Und ich habe keinen selbst programmiert, sondern ich nehme einen, den es auf GitHub gibt. Die sind leider ein bisschen langsam, was die deutschen Jobs angeht. Naja,
Wir machen heute erstmal ein bisschen GIF-Overlay. Eines Disposable verwenden, das könnte man machen. Aber da muss ich mich ja trotzdem selbst drum kümmern, das zu disposen. AV Frame Release. Free? Free. Okay. So müsste das eigentlich funktionieren. Nee, Moment, das muss ja unsaves. Warum? Was hat er für Schmerzen? Is not assignable. Oh, Pointer Stealth. Und. Das geht jetzt aber so nicht. Also, brauchen wir unsere schöne Temp-Variable wieder, weil Temp der beste Name ist für alles. So, perfekt. So, und jetzt, von der Idee her, räumt er das FFmpeg-Zeug automatisch auf. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das so funktioniert. Aber von der Idee her müsste das eigentlich funktionieren. Wir haben Mods da. Wir haben Mods da. Jeder, dass wir Mods da haben. Die sagen bloß gar nichts. Mod-Check. Okay, also jetzt können wir hier unser FFmpeg-Zeug drin speichern. Jetzt müssen wir bloß, das stimmt auch übrigens gar nicht, was ich da mache. Ich muss sagen, FFmpeg-Frame-Clone oder sowas. Frame-Clone? Ah, hier. Weil FFmpeg handelt die Videodaten tatsächlich relativ clever. Also. Das heißt Finalizer, stimmt. Das heißt, glaube ich, schon immer so. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, das heißt seit Anfang an in C-Sharp so. Destructor ist, ihr seht, ich habe zu viel C++-Zeug gemacht. Das hat sich bei mir in Kopf eingebrannt, obwohl ich das eigentlich gar nicht will und ich C++ absolut nicht mag. Aber es gibt so ein paar C++-Sachen, die merkt man sich anscheinend. So. Also, FFmpeg macht das relativ Big Brain. Das Management von Bilderdaten. Also, ich versuche das mal kurz zu zeigen an der Stelle. Also, wenn man hier mit FFmpeg einen Frame decodet, also in dem Fall den GIF-Frame decodet, dann legt FFmpeg für einen unter der Haube einen Buffer im RAM an, wo die RGB, also wo das Bild drinne steht. So, nachdem FFmpeg weiß, dass Memory Handling oder generell immer wieder Sachen erstellen und löschen und erstellen relativ ineffizient ist, kann man FFmpeg sagen, das soll das nur löschen, den Buffer im RAM, wenn er nicht mehr verwendet wird. Also quasi macht FFmpeg ein bisschen sowas wie Garbage Collection, nur muss man es von Hand machen. Indem man ihm sagt, okay, FFmpeg Frame Unref. Der hat internen Counter und du musst es quasi referenzieren und dann wird internen Counter plus 1 gerechnet. Und wenn du es unrefst, wird es minus 1 gerechnet. Wenn es bei 0 ist, gibt FFmpeg den Speicher frei von so einem Bild. Da muss man sich nicht mehr selbst drum kümmern. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ich muss sicher gehen, dass das unreferenced wird und dann alles gelöscht ist. So, das müsste eigentlich passen. Das referenziert, das anreferenziert und löscht den Kram. Das müsste soweit eigentlich passen. So, jetzt kommt das eigentlich kompliziert. Jetzt brauchen wir den Decoder für GIFs. Ich weiß, dass wir Mods da haben. Ich habe ja mein Creator-Dashboard. Wisst ihr was? Wir haben keine Mods da. Mod-Check? Wo sind sie alle hin? Und wenn sich gar so sehr einer daneben benimmt, das kommt ja nie vor. Wir wissen ja, der Chat ist eigentlich immer relativ verträglich hier. Dann kann ich ihn auch von Hand bannen. Kein Problem. Doppelmod-Check sogar. So, also, wir brauchen jetzt einen Multithreaded Decoder für GIFs. Gut, auf geht's, Leute. Jetzt. So, den machen wir aber iDisposable, dass ich ihn auf dass ich ihn irgendwie, falls ich das brauche, mal. Ach komm, scheiß drauf. Null. Memory Leak FTW.
Gut, also wir haben unsere FFmpeg-Zeug ein bisschen gerappt. So, also, Gift-Decoder. Das können wir uns kopieren von dem, was wir hier eklig zusammengewurstet haben das letzte Mal. Also, wir brauchen irgendwas, um die Bilder zu decoden vom GIF. Also, wir nehmen ja dieses GIF hier. Und dieses GIF hat, wer kann schnell zählen, wie viele Bilder hat das GIF? Was meint ihr, wie viele Bilder hat das GIF? Also ich meine nicht FPS, aus wie vielen Bildern es insgesamt besteht. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Kann das FF Probe? Kann das FF Probe? Sagt es einem an, wie viele Bilder man hat? GIF, 25 FPS. Das heißt ja nicht, wie viele Bilder es insgesamt sind. Okay, das müssen wir mal gucken. FF Probe, GIF, Image Count. Fetch Frame Count, perfekt. F. What? Alles klar, Leute. Obvious Command. Natürlich, natürlich. Das ist total klar. Ups, falsch ist die Maut. Was auch immer das macht, mal gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert. 10. 10, Leute. 10. Haben wir. Alles klar. Scheint. Aber Count Packets ist falsch. Count Packets stimmt nicht. Brauchen Count Frames. Ach du Scheiße, das ist ja viel komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. Calculate it based on time instead. Oh, Leute, exquisite. Nee, das mache ich jetzt nicht. Okay, 10. Ich gehe einfach vor, 10 Frames. Alles gut. 10 ist. Wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es ja gleich selbst sehen. Also wahrscheinlich 10 Frames. Alter, was ist das denn für? Ist das Dings? Ist das, ist nicht Majora's Mask, oder? Ist A Link Between Worlds, genau. Bad Game. Ah, okay. Also, machen wir mal irgendwas, public, natürlich unsafe. Was sonst? How to check the speed of a game? Speed weiß ich. Der Speed ist 25 FPS. Ich will wissen, aus wie viel Einzelbilder das GIF besteht. Also, unsafe. So, wie nennen wir das denn jetzt? Public, unsafe. Was weiß ich? Read Frames. So. Bool Loop ist defaultmäßig true. Kann ja auch sein, dass ich mein GIF nur einfach anzeigen will. Vielleicht braucht man das. Achso, Void. Read Frames True. So, und dann brauchen wir noch irgendwie die Möglichkeit, das zu canceln. Cancellation Token. Gleich. So. Setzen wir auch leer. Also sprich, defaultmäßig wird das einfach endlos schleifen und gut ist. VLC. Stimmt, im VLC könnten wir nochmal gucken, ob der VLC da was anzeigt. Das ist tatsächlich auch eine gute Idee. VLC. VLC kann das GIF gar nicht abspielen. Der Nightbot ist kaputt. VLC ist kaputt. Was zeigt ein VLC an? Bei Tools. Media Information. Framerate 10. Okay. Also, guck dir mal. VLC kommt mit dem GIF nicht klar. Windows Photo kann das, ja, aber Windows Photo kann dir nicht anzeigen, aus wie vielen Einzelbildern das besteht. Oder? Das würde mich äußerst verwundern. Nee, natürlich nicht. Was sonst? Also, dass Windows Photo überhaupt irgendwas kann, würde mich schon wundern. Quatsch, kein Problem, wir kriegen das doch gleich selbst raus. Ich wollte bloß gucken, ob es FF Probe irgendwie kann. So, also, Read Frames. So, und jetzt können wir uns den Kram zusammen kopieren. Als erstes, wir wollen das Ganze ja multithreaded machen. Also, Task,
Task Run. Bam. So. Neuen Task starten. While true. Lull. Beste. Erstmal eine Endlosschleife. Check W. So, mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich das jetzt starte. True, lull W. Genau. So. Also. Jetzt brauchen wir hier sowas. Was geht's denn hier überhaupt los? Jetzt brauchen wir sowas wie Decoder gleich. Oh ne, wir machen das ab. Private Void irgendwie Start Render Loop. Loop. Perfekt. So, und da machen wir jetzt mal hier Decoder. Video Decoder. Und tja, Decoder Read Frames. Das ergibt so keinen Sinn, was ich da mache, das weiß ich auch. Ich will bloß mal gucken, ob das so alles tut, was ich gemacht habe. Moment. Moment, das stimmt ja gar nicht, was ich hier mache. Hier muss ich auch noch einen Thread starten. Wo ist das vorher erstellte Nassi-Schneidermann-Diagramm? Ich dachte, das machst du. Man muss das üben. Man muss das einfach nur oft genug üben. Du kannst uns das ja dann in der halben Stunde im Stream vorstellen. Können wir per Discord gucken. Ist natürlich schwierig. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich diese ganze Struktogramm-Kacke teilweise so bescheuert finde. Es ist unglaublich schwierig, den Struktogramm zu erstellen. Für was, wenn du selbst noch keine Ahnung hast, wie es eigentlich aussehen soll? Also das, was da teilweise in der Berufsschule erzählt wurde. Ich meine, ich habe ja angefangen hier mit Programmieren seit, keine Ahnung, 2002 oder so. Also ich mache das schon eine ganze Weile. Also mir war sogar in der Berufsschule, ich habe ja die Ausbildung später gemacht. Ich konnte ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon ganz, ganz brauchbar programmieren. Mir war das damals in der Berufsschule schon bewusst, was das für ein Mist ist. Und dass die Lehrer dann ernsthaft behauptet haben, so nach dem Motto, ja, erstmal Struktogramm, so dumm. Niemand macht wirklich Struktogramme, das kommt ja noch dazu. Struktogramm ist total, also Nassi-Schneidermann-Struktogramme sind total sinnlos. Also selbst der Ersteller, der Erfinder hat ja gesagt, das ist eigentlich sinnlos. Weil generell war Programmieren in der Berufsschule unglaublich bescheuert. Das ist einfach dumm. Programmieren in der Berufsschule hat man gesehen, wie viele unfähige Leute hier am Start sind. So, also von der Idee her will ich jetzt sowas hier machen. Also, passt mal auf. Von der Idee her will ich sowas machen. For each frame, decoder read frames, private void draw bitmap. So, ich weiß, dass das so nicht funktioniert, aber so von der Idee her will ich das machen. So. Ja, okay, also. Soweit von der Idee her. So, weil das würde dann heißen, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das heißt, ich habe hier einen eigenen Thread. Das brauchen wir nicht mehr. Alter, was ist hier los? Ja, ich habe hier einen eigenen Thread. Ich muss halt nur gucken, wie ich das von da hier raus... Moment mal. Ergibt das überhaupt Sinn, was ich da mache? Das ergibt doch gar keinen Sinn, was ich da mache, oder? Habe ich hier einen eigenen Thread? Nee, ich muss das in irgendeine Warteschlange schreiben. Ich muss das in irgendeinen Buffer schreiben, von dem ich das dann hier rauslese. Wenn ich jetzt hier einfach... Nee, sonst bringt das ja nichts. Dann funktioniert das. Weil dann hat er hier einen Thread gestartet. Dann kriegt er hier aus irgendeiner Warteschlange ein neues Bild. CDEFC. Das ist garantiert irgendein Hexcode für irgendeinen File, oder? Sowas wie Kaffee Babe bei Java. Was ist das? Okay, ist es anscheinend doch nicht, aber... Hätte ich jetzt vermutet.
Welches Pfeil ist das? Aber dankeschön für den Prime Sub, by the way. Massive Sub. Nur Buchstabenfolge. Nein, es würde als Fileheader durchgehen. Es ist gültiges Hex. Bei Java fängt, weiß nicht, ob ihr das wisst, bei Java Fileheader steht drinne Binary. Ja, ist denn das richtig? Hier. Genau. Oh, bei Java steht in dem, was es für ein Pfeiltyp ist, steht das drinne. Kaffee, Babe. Da wollten sie lustig sein, die Java-Leute. Okay, also weiter im Text. So, also das ist von der Idee her eigentlich ganz sinnig, was ich hier mache. Aber so geht das natürlich nicht. Okay. Ich weiß nicht, was ich mache, ehrlich gesagt. Okay, stopp. Wir basteln jetzt erstmal den Decoder, der den Kram in seinem eigenen Thread ausgibt. Also, ich will auf jeden Fall nicht Rückgabewert void. Wir verwenden jetzt mal was ganz Neues. Was Massive Big Brain Neues, was es erst seit C-Sharp 9 gibt. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, also wir könnten jetzt hier beispielsweise sagen, IEnumerable Video Frame und dann sowas hier machen, dass der... Ach nee, das geht ja nicht immer. Moment, bitte. Geht das? Ach, das geht ja nicht. Nee. Ach ne, Yield Return ist es, ne? Ah ja, genau. So, genau. Und das geht in Unsafe nicht. Stimmt. Das darf man in Unsafe nicht machen. So war das. Genau, so war das. Okay. Alles klar. Okay. So. Wir probieren jetzt mal was ganz Neues aus. Was ganz Neues. Habe ich selten verwendet. Und zwar, wir probieren jetzt mal Channels aus. Also von der Idee her ist das jetzt folgendermaßen. Ich versuche mal zu erklären, was ich mir jetzt denke. Und ob das funktioniert, ist dann wieder was anderes. Also, wir starten hier einen extra Thread, der unabhängig läuft von unserem Fenster. Hat damit gar nichts zu tun. So, da drinne lesen wir jetzt aus dem GIF, das GIF quasi Bild für Bild ein. Dann schreiben wir das in einen Buffer. Und diesen Buffer lesen wir dann hier in dem Render-Thread aus. Allerdings so, dass das quasi unabhängig voneinander läuft. Also nicht ein Durchlauf und erwartet hier, sondern dass er das einfach da reinschreibt. Und hier, einfach reinschreiben ist blöd, dann produzieren wir wahrscheinlich einen Memory-Leak, wenn wir schneller decoden, als wir es rendern. Also beschränken wir den Buffer mal. So, wir verwenden jetzt mal Channels. Channels ist neu. Das gibt es erst seit C-Sharp 8 oder C-Sharp 9. Das ist, sagt Microsoft, die High-Performance-Variante von... Tja, von was eigentlich? Von Collections für Thread-Kommunikation. Keine Ahnung, was sagt Microsoft denn selbst zu Channels? Was sagen die dazu? So. Channels. Ja, die Channels in Go und die Microsoft Channels, die haben außer dem Namen nicht so wirklich viel gemein. Ein Channel in Go hat ja auch Syntax. Also im Prinzip ist es Kommunikation, ne? Also reinschreiben und rauslesen. Das ist das Gleiche. Aber Go hat ja komplette Syntax-Extensions für Channels. Das gibt's ja hier nicht. So, also was sagen die denn selbst, was Microsoft das... Nein, auf Englisch, please. Die neue Microsoft Docs sind kacke. Ich meine, was soll mir das denn sagen? Channels support reading and writing of elements. Ja, geil. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
Das ist keine allzu Big Brain Erklärung. Kannst du denn einen Channel Reader returnen? Doch, kann ich machen. Wahrscheinlich kann Channel Reader returnen. Ja, das funktioniert. Kann aber auch. Ich probiere das jetzt mal. Also, Video Frame. So, und maximal 10 Stück im Voraus rendern. Das reicht. Wenn ich 10 Stück im Voraus rendere, das hat den Charme. Also, mal angenommen, ich würde nur einen rendern und dann war. Also, nein, ich würde einen decoden. Ich decode ein Bild, schreibe es hier rein, render das Bild aufs Fenster und warte dann. Dann profitiere ich ja nicht so wirklich schön vom Multithreading, oder? Also, ich würde sagen, wir machen. Der darf einfach mal 10 Frames rendern. Wichtig ist, decoden. Wow, ey. Wichtig ist, dass ich in der richtigen Reihenfolge dann render. Das sollte ja passen, weil der von Anfang bis Ende das immer nacheinander reinschreibt. Und, dadurch, dass ich 10 Frames im Voraus habe, kann ich dann später, wenn ich hier auch mal auf die normale FPS-Anzahl runtergehen will, also nicht 1000 FPS, sondern 25 FPS, habe ich dann hier nicht so das Problem mit Timings, weil das eigentliche Rendern ist in unter einer Millisekunde durch. Dann mache ich da einfach einen Hardcoded Sleep 16 oder was auch immer, 16 Millisekunden oder was auch immer das ist. Ne, für 25 FPS ist es was? 40 Millisekunden. 40 Millisekunden Sleep. Dann hat man 25 FPS. Stimmt das, was ich sage, Leute? 40 Millisekunden pro Frame sind 25? Ergibt das Sinn? Ich würde sagen, ja, aber so sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Ich glaube schon. Egal. Also, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Gut. Try and Error, genau. Also, wir haben einen Channel angelegt, Channel mit 10 Stück. Okay, wir starten einen Task. Das heißt, jetzt kann ich mir den ganzen Krempel hier erstmal kopieren von FFmpeg. Zeit durch Frequenz habe ich gemacht. Ja, da kam 40 raus. Also 1 durch 25, 0,04, das sind 40 Millisekunden, das muss dann stimmen. Okay, also, Copy-Paste. Das ist, okay. Das brauchen wir auch. Eigentlich brauchen wir das alles. Bis auf den ganzen Mist da unten. Okay. Alles klar. Das ist Low-Level FFmpeg-Zeug, was halt so gemacht werden muss, weil das sonst nicht funktioniert. So, den Pfad zu unseren Binaries setzen, den Pfad zum Bild. Das ist vielleicht dumm, das Ganze jetzt zu hardcoden, aber ich meine, why not? Was ist eigentlich unsafe? Naja, also ziemlich alles hier ist unsafe. Allein schon, dass hier ein Context-Pointer zurückkommt, ist unsafe. Das geht nicht anders. Das ist ein ziemlich, ziemlich dünner Wrapper um FFmpeg. Ach so, du meinst, für was unsafe an sich ist? Unsafe ist, dass ich so Sachen machen kann wie Low-Level, also wie Pointer verwenden, Referenzen verwenden, und Dinger. Ich weiß es gar nicht, was es noch geht. Aber sobald du Low-Level-Pointer-Kram machen willst, musst du sagen unsafe. So, und das Dumme ist an unsafe, dass man einige Features nicht verwenden kann in einem unsafe-Kontext. Zum Beispiel Yield-Return und sowas, das geht nicht in unsafe. Und Async-Await geht auch nicht in unsafe. Oh, fuck. Wenn Async-Await nicht geht, dann kann ich auch keine Channels verwenden. Ach Quatsch, wir warten einfach synchron. Wer braucht Await? Einfach synchron warten und gut ist. So. Also, was haben wir denn jetzt? Bild, okay. Kontext, Open. Ja gut, das muss ja funktionieren. Das muss ja funktionieren, weil das ging ja im anderen auch, ne? So, was braucht man als nächstes? Package. Ja. Package. Frame. Also, ich habe es ja eben gestartet, das funktioniert. Das heißt, das können wir uns jetzt copy-pasten aus dem, was wir eben hatten.
So, übrigens, warum ist der hier rot? Weil ich nichts returne. Okay, dann sagen wir jetzt hier Return. Return Channel. Channels, Alter. Channel. Reader. So, geht das? Ich hoffe mal. Race Condition gibt's nix. Nee. Bei uns gibt's nie Bugs. Das ist doch. Also komm. Hatten wir schon einmal in einem Stream was, was nicht funktioniert hat? Ich kann mich nicht erinnern. So. Nee. So, also. FFmpeg versteht unter Packet und Frame folgendes. Also, ich versuche das mal zu erklären. Also, FFmpeg ist ja eine Multimedia-Library mit Videodecodern und Videoencodern. Also, FFmpeg kann ja im Prinzip alles, was es so gibt, außer was FFmpeg nicht kann. Also, FFmpeg kann H264, GIF, AVI-Gedöns, die unterschiedlichsten Container von MP4 bis MKV bis MOV und sonst wie. Also, FFmpeg kann alles. Das Einzige, was FFmpeg nicht kann, was halbwegs verbreitet ist, sind, wie heißt denn dieses neue Apple-Bilderformat? H-E-I-C oder so? Hike? Wisst ihr, was ich meine? Hike-Image? Heißt das Hike? Hike? Das da. Genau. Das kann FFmpeg noch nicht. Aber was FFmpeg kann, ist die Videovariante davon. Das können sie. Sie können nur die Image-Variante davon noch nicht. Aber das ist bei FFmpeg alles nur eine Frage der Zeit, bis es das auch kann. Ach so, was Yield macht, das kann ich dir zeigen. Das zeige ich dir. Ich glaube, da kann ich ein ganz schönes Beispiel. Ich muss mal irgendwie in das Programm reingehen, wo nichts passiert, wenn ich starte, weil es ist gerade broken. Also, was du machen kannst mit Yield Return ist folgendes. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, mal angenommen, du hast eine Liste, die on the fly erzeugt werden soll. Normalerweise ist es ja so, wenn du... So, wir machen jetzt einfach mal... Warte mal, ich zeig dir das. Ich mach mal ein eigenes. Oder haben wir vielleicht noch ein Konsolenprojekt, was ich irgendwie. New Project. Wir machen das jetzt im Visual Studio, dann komme ich nicht durcheinander. Console. Console Application. .NET Core. Console App 16. Ich würde sagen, wir hätten einige Console Apps gehabt. Aber who cares? So, also ich zeig dir jetzt, was das macht. Wenn Visual Studio da Bock drauf hat. So, also. Normalerweise, wenn du eine Liste erzeugst, ist das ja relativ einfach. So, du erzeugst eine... Okay, die sind aber mittlerweile krass minimalistisch, was Includes angeht, Alter. So, du erzeugst normalerweise eine Liste, indem du die Elemente... Also, dann ist die Elemente sind schon bekannt zu dem Zeitpunkt. Also, du erzeugst eine Liste... Und sagst, wir kürzen das mal ab. Wir kürzen das mal ab. Also wir sagen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was auch immer. So. Das kommt in die Liste rein. So, und wenn du jetzt die Liste durchlaufen willst, dann muss die Liste schon fertig sein. So, also zu diesem Zeitpunkt, wenn du das ausgibst, die Liste, dann ist die Liste schon fertig. Also sprich, die ist komplett, von Anfang bis Ende. Wenn du jetzt allerdings... was hast, was eventuell nie fertig wird oder on the fly erzeugt werden soll oder on the fly machen wir, du willst eine random Nummer haben. Sagen wir, du willst einen unendlich langen Stream von random Nummern haben. Das kannst du so nicht machen. Wenn du das in eine Liste schreibst, dann ist die Liste quasi, die muss, bevor du sie durchläufst, muss die fertig sein. Aber sagen wir mal, du willst einen unendlich langen Stream an Random-Nummern haben. Wie machst du das? So, natürlich, die einfachste Variante ist, also die Variante, die aber nicht sich gut integrieren lässt, sondern halt einfach alles in einem Block braucht, ist, du sagst Random
So, random. Und dann sagst du hier quasi, while true, random, next. So, bam. So, das ist... So, jetzt hast du eine Endlosschleife mit Random-Nummern. So, das ist jetzt allerdings vielleicht nicht die allerschönste Variante. Weil das ist eine Endlosschleife in deinem Main und du kannst es auch von nirgendwo anders aufrufen. Und vielleicht willst du auch gar keine Endlosschleife haben. Vielleicht willst du das auch mal irgendwann abbrechen. Oder vielleicht willst du auch gar nur 100 Random-Nummern, aber... Du willst nicht 100 Random-Nummern im Vorfeld berechnen, sondern du willst die eine nach dem anderen. Und ab 100 ist halt Schluss. So, machen wir mal das Beispiel. Dann kannst du das machen mit Yield Return. Also, du sagst Static, Generate Random Numbers. So. Void ist übrigens falsch. Das heißt, an der Stelle musst du sagen, okay, ich gebe keine Liste zurück, sondern ich gebe ein Enumerable zurück von ints. An der Stelle ist ja noch gar nicht klar, wie viele Random-Nummern es gibt. Also, es, ja, okay, es gibt 100, aber es ist nur, also, du willst die Nummer nicht im Voraus berechnen. So, jetzt machen wir eine Schleife. Sagen for in, kleiner 100. Also, wir machen im Prinzip das Gleiche wieder oben. An im Prinzip das Kleine. Das hat aber auch schon einen schönen Nebeneffekt. Yield macht eine Liste, die erzeugt wird, während man drüber iteriert. Yield macht gar keine Liste. Yield erzeugt on the fly immer einzelnen Rückgabewert. Jedes Mal, wenn du einen anfragst. Eine Vorschleife macht ja unter der Haube nichts anderes, wie immer Next aufzurufen bei einem Iterator. Und bei dieser Next-Aufruf sorgt dafür, dass der bei... Ich zeig's euch. Wieder reinspringt und das weitermacht. So. Wenn du jetzt hier was hast, für 100 Random Numbers zu generieren, du willst aber immer nur eine haben. Also du willst nicht im Vorfeld alle 100 erzeugen. Normalerweise würdest du jetzt hier eine Liste machen. War List int oh, List add. Und dann würdest du sagen, return list. Was das Blöde daran ist, ich meine, das funktioniert, aber was der jetzt macht ist, du generierst jetzt 100 Random-Nummern und gibst die zurück. Das willst du ja vielleicht gar nicht. Vielleicht überleg dir mal, das Generieren von so einer Random-Nummer würde jetzt 5 Minuten dauern. Oder 5 Sekunden. Das können wir ja mal einbauen. Einfach just for fun. Nee, machen wir nicht, aber reicht, glaube ich. Also, stell dir mal vor, das dauert ein bisschen. Das zu generieren. Da willst du das jetzt vielleicht nicht 100 Mal im Voraus machen. So, und jetzt können wir das Ganze ein bisschen verbessern. Wir können jetzt sagen, hier, for each, generate 100 random numbers, item. So, noch werden immer 100 random numbers, bei dem Aufruf hier von dieser Funktion, werden 100 random Nummern generiert, in eine Liste geschrieben und die Liste wird zurückgegeben und erst dann läuft die Schleife. So, die effizientere Variante ist aber, die Random-Nummer immer erst zu jedem Durchlauf zu generieren, anstatt 100 im Vorfeld. Das ist die Sharp. So, und das macht man jetzt folgendermaßen. Man lässt diesen ganzen Listen-Shit weg und sagt einfach Yield Return Random Next. So, und du wirst sehen, das funktioniert genauso. Aber jetzt funktioniert das folgendermaßen. Der ruft sich den Iterator ab. Also er ruft sich dieses I in Numerable ab. Komm mal gucken, ob man das hier irgendwie sieht. Genau. Der holt sich den Enumerator raus und ruft dann quasi pro Durchlauf Move Next auf. Das ist das, was die Vorschleife unter der, was eine For-Each-Schleife unter der Haupe macht. Also eine For-Each-Schleife ist quasi eine While-Schleife, die Move Next aufruft, bis False zurückkommt. Und das dann in eine Variable schreibt. Ist halt syntaktisch ein bisschen schöner. So. Und was der jetzt macht ist, der sagt, okay, ich hole mir den Iterator, ruf Next auf. So, und wenn du Next aufrufst, heißt das, okay, der geht hier rein, führt das aus, bis zum ersten Mal Yield Return,
Wenn Yield Return kommt, springt er zurück, führt den Schleifen-Body aus und beim nächsten Next macht er den nächsten Schleifendurchlauf. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr 100 random Nummern im Vorfeld erzeugen, sondern kannst 100 random Nummern on the fly erzeugen, während du sie brauchst. Was natürlich deutlich angenehmer ist. Ja. Und das Ganze kannst du natürlich auch endlos machen. Ja? Also, wir sagen es mal, generate random numbers und sagen anstatt for, sagen wir einfach while true. Dann hast du hier eine endlos Stream von random Nummern. Das ist recht praktisch. Man braucht es selten, aber wenn man es braucht, ist es wirklich praktisch. Das ist halt sinnvoll bei Dingern, wo du nicht weißt, wann Schluss ist. Oder wo vielleicht nie Schluss ist. Zum Beispiel stell dir eine Kamera vor. Stell dir eine Kamera vor, von der du Videobilder liest. Die hört ja nicht auf, die Kamera. Die hat ja im Prinzip unendlich Bilder. Ja, was, praktisch nicht, da irgendwann geht sie kaputt. Aber die hat ja theoretisch unendlich viele Bilder. Und du kannst ja gar nicht am Anfang eine Liste mit allen Kamerabildern, die je kommen werden, erstellen, um die zu verarbeiten. Du brauchst ja einen Stream von Kamerabildern. Immer dann, wenn es halt ein neues Kamerabild gibt. Und das könntest du beispielsweise so mit hier drinnen machen. Du würdest dann nicht random next aufrufen, du würdest dann sagen Camera read next frame oder was auch immer. Unten drunter ist dann ein RTSP Stream, was auch immer, ist ja egal. Aber du könntest es über diese API dann aufrufen. Ja, also das ist Yield Return. Und jetzt kommt die Big Brain Variante. Es gibt jetzt Async Enumerable. Das gibt's auch. Dann kannst du nämlich sagen, ich weiß übrigens gar nicht, wie die richtige Syntax davon ist. Und wie war da jetzt die richtige... Man muss das Async machen, ne? Und dann muss man hier sagen, await? Ja, genau, das funktioniert. So, und das braucht man für den Fall der Fälle. Das ist auch neu, seit C-Sharp 8 oder so, oder 9. Das braucht man für den Fall der Fälle, dass man hier drin await verwenden will. Also zum Beispiel await task delay 100. 100 Millisekunden. Oder sagen wir mal eine Sekunde. So. Guck, du hast jetzt einen unendlichen Stream von Random-Nummern. Und wir simulieren jetzt halt hier, dass es ein bisschen warten muss. Dass das mal angenommen, das wäre nicht so schnell, dass Random-Nummern generieren. Und jetzt sieht man auch, dass es sinnvoll ist, dass man die Nummer nicht alle im Vorfeld generieren muss, sondern immer nur eins auf einmal. Ja. So sieht's aus. Du hast es halbwegs verstanden, ja. Das ist die neue... Also Async... Das braucht man ganz selten. Das Normale ist schon selten, aber das ist doch... ziemlich selten, dass man das verwendet. Das, wie gesagt, das verwendet man eigentlich nur, wenn man irgendwelche eingebauten Sachen verwenden möchte, die Await und Async sind. Sonst braucht man das nicht. Hat JavaScript eigentlich Async Await von C-Sharp geklaut oder andersrum? Ja, die haben das von C-Sharp geklaut. Das ist kein Witz, das ist so. C-Sharp war mit die erste Sprache, die das hatte. Die haben das geklaut und ich vermute mal, dass das... Da bin ich mir aber nicht sicher, das rate ich jetzt einfach mal, dass es ein bisschen was mit TypeScript zu tun hatte, weil der TypeScript-Typ bei Microsoft ist der C-Sharp-Erfinder. Der hat irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf C-Sharp. Piss dich, Aldo! Also, wie heißt der? Anders Heilsberg heißt er. Der hat C-Sharp erfunden, auf Auftrag von Microsoft und jetzt TypeScript. Und ich vermute mal, dass es damit zusammenhängt, dass JavaScript jetzt auch Async Await im Standard hat. Dass sie sich gedacht haben, das ist so eine gute Idee, das bauen wir direkt in den Standard mit ein. Ja. Vermute, ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Wie weit sind wir aktuell? Wir bauen das heute ordentlich. Ich finde es aber auch gut in JavaScript mit Async Await, weil
Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe diese manuelle Promise-Then-Error-Geschichte nie richtig gecheckt. Vor allem hast du ein JavaScript, der irgendwann 50 Billiarden nested Then-Dings und sonst wie was gehabt. Da hast du, also in JavaScript hast du ja irgendwann so ein Ding hier dann. Das war ja nicht unnormal in JavaScript, dass du sowas hattest hier. Da ist das mit Async Await schon schöner. Okay, also wir decoden mal unser GIF weiter. Okay, also, was ich eigentlich an der Stelle sagen wollte, was FFmpeg unter Packet und Frame versteht. Also wie gesagt, FFmpeg ist ein Multimedia-Framework, mit dem man Videos decoden kann, GIFs decoden kann, Bilder decoden kann und auch encoden kann. Also alles, was man Multimedia braucht, ist FFmpeg eigentlich gut. Es gibt eigentlich nur zwei große so Open-Source-Multimedia-Frameworks, die viel verwendet werden. Das ist einmal libav, das ist quasi FFmpeg. Oder Moment, habe ich das jetzt verwechselt? War libav nicht vor. Es ist FFmpeg? Doch, ich glaube, es ist libav. Das ist einmal FFmpeg und GStreamer. So, VLC verwendet was Eigenes, hat aber, glaube ich, die FFmpeg-Codecs mit dabei. So, M-Player auch. M-Player auch. Genau. So, und was FFmpeg versteht unter Packet und Frame ist ein bisschen schwammig. Also, wenn du ein Video decoden willst, dann geht das in zwei Schritten. Du liest mit FFmpeg die Datei ein, in dem Fall das GIF. So, FFmpeg guckt dann, dass es so weit einliest, was man von der Datei braucht, dass man ein Bild decoden kann. Das ist ja gar nicht so einfach, ja, also je nach Videoformat muss man unterschiedlich viel einlesen, dass es ausreicht, um ein vollständiges Bild zu decoden. So, also FFmpeg liest so viel ein, wie es einlesen muss, in ein Packet. Also sprich, ein Packet ist ein komprimiertes Bild. Ein komplettes komprimiertes Bild in FFmpeg. Und ein Frame ist ein unkomprimiertes Bild. Also ein Packet ist quasi alle Informationen, die ich brauche, um ein Bild decoden zu können, aber eben noch komprimiert, noch nicht decoded. Und ein Frame ist das, nachdem es decoded ist. Also ein Frame ist dann, weiß nicht, ob es immer RGB ist. Nee, ein Frame ist das, was man ihm angibt. Modge, ja, kann ich reinmachen. So, also ich habe jetzt versucht zu erklären. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen FFmpeg sagen, lies ein Package ein, soweit du es brauchst, und dann decode das mit dem passenden Decoder. Das haben wir glücklicherweise schon alles gemacht. Irgendwo hier. Einfach Big Brain Decoding Time. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich da gemacht habe. Hallo? Kannst du es mal einrücken? Reformat. Jawohl. Continue. So. Genau. Und jetzt muss ich das Ganze decoden. Decoden. In den Frame rein. Und das war's eigentlich. Gut, gucken wir mal, ob das Ganze jetzt funktioniert. Ich vermute mal, wir haben jetzt einen Memory Leak produziert. Also das sollte ausreichen, dass der jetzt multithreaded unser GIF decodet. Wir werden ziemlich sicher noch nichts sehen. Aber wir sehen, dass es unterschiedliche Bilder gibt. Das können wir gleich mal ausprobieren. Frame, irgendwie Timestamp. Moment, wie hieß es nochmal? BTS? Genau. Oder Packet. Timestamps. So, also, das sollte von der Idee jetzt funktionieren. Macht's nicht? Okay, excellent. Warum nicht? Decoder? Ah, weil ich das nirgendwo aufrufe. Lull W.
Load Frames. Funktioniert das jetzt? Okay. Funktioniert. So, wir sehen auch, dass die Timestamps irgendwie Sinn ergeben von einem GIF. Die Timestamps sind 0, 4, 8 Dings bis 36 und dann loopt es wieder von vorne. Also das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bilder in dem GIF. Dann geht es wieder von vorne los. Also sprich, das GIF besteht aus 10 Bildern. Das ist halt der Timestamp von den einzelnen Bildern. Wie auch immer sich das errechnet. Keine Ahnung. So. Also dass die Coden funktioniert prinzipiell schon mal. Ist halt eine Endlosschleife. Das heißt, wir werden das nie wieder los. Deswegen habe ich ihm ja auch hier gesagt, ich brauche was zum Canceln. Und dementsprechend läuft auch meine Decoding-Schleife nicht für immer, sondern nur bis Token is Cancellation requested. Also sprich, wenn ich sage, hier abbrechen, dann soll er auch aufhören, die Schleife laufen zu lassen. Lass es doch drinstehen. Swipes, passt doch. Da müssen wir jetzt heute nichts mehr großartig dazu schreiben. Ich habe ja schon erklärt, was wir machen. So, also jetzt haben wir das Ganze hier. Jetzt decoden wir das Ganze hier. Und jetzt habe ich, glaube ich, ein Memory Leak fabriziert, wenn ich nicht komplett falsch liege. Das werden wir jetzt mal kurz kontrollieren. Ob wir Memory Leak fabriziert haben oder nicht. Schauen wir mal. Ich vermute mal schon. Ja. Das sieht doch ein bisschen nach Memory Leak aus. Gut, ist ja aber auch klar, ich lösche den Kram ja auch nicht. Okay, wir müssen noch was machen. Wir müssen dem Garbage Collector sagen, dass der aufräumen soll. Es kann auch sein, dass wir gar kein Memory Leak haben, der einfach nicht aufräumt. Doch, wir haben Memory Leak. Okay, ich glaube, das liegt daran, weil ich das nirgendwo freigebe. Also sprich, ich muss jetzt sagen, bitte freigeben. Das, was du hier eingelesen hast, wenn wir durch sind hier mit, also, sprich, FFmpeg, AVFrame, Unref und FFmpeg, AVPacket, Unref. Wo ist da noch? Pointer? Reference? Ach Mensch, FFmpeg, please. Wo ist das Problem jetzt schon wieder? Warum nicht? Hä? Ach so, ich hab's falsch rum. Ja, dann ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Wenn man das richtig... So, mal gucken, ob das Memory Leak jetzt weg ist. Das sieht doch schon mal besser aus. Er bleibt bei 53 MB. Außer, dass der Garbage Collector gerade absolut eskaliert, weil ich ihn jede Schleife aufrufe und collecten lasse. Wir haben zumindest kein Memory Leak mehr. So, wenn ich GC Collect wegmache, dann sieht es so aus, als hätten wir ein Memory Leak. Haben wir aber nicht. Ne. Sieht doch nicht mal so aus. Alles klar. Gut. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das geht ein bisschen rauf. Gut, wunderbar. Dann stimmt das nicht, was ich gesagt habe. Alles gut. Also wir haben keinen Memory Leak. Das ist schon mal fein. Sehr gut. So, und jetzt zum eigentlichen Decode. Also decoded haben wir das Bild hier. Jetzt muss ich irgendwie das Bild von meinem Decoder in das Fenster reinbringen. Oder zumindest so tun erstmal. Ich muss das Bild irgendwie aus meinem Decoding-Thread in meinen Ich-würde-gern-was-rendern-Thread bekommen. So, und das wollte ich über den Channel machen. Also, maximal 10 Frames im Voraus rendern. Das heißt, ich brauche da jetzt sowas wie Channel Writer
Right? Async. Normalerweise würde man das, by the way, so machen. Aber nachdem diese Methode unsafe ist, kann ich kein Async und Await verwenden in unsafe. Deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen. New Video Frame. Na, was? Ich hoffe, das funktioniert, was ich gemacht habe. Wait? Nee. Cleared GC eigentlich den Stuff aus der Unsafe-Funktion? Ja, solange es Managed Memory ist, macht's das schon. Wie geht denn das? Wie kann ich denn da warten? S-Task. Wait. Da sagt Microsoft, das soll man nicht so machen. Aber mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts anderes ein. Weil wir können es nicht der Microsoft-Way machen. Never used? Warum? Wir können es nicht im Microsoft Way machen, weil wir unsafe verwenden und wenn da kein Await drin verwenden darf. Oh, get awaiter result, ist das schöner als das? Ich weiß nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal so und gucke, ob es funktioniert. Ja, warum ist das schöner? Macht doch das gleiche, oder? Also. Gut. So, von der Idee her kann ich jetzt hier eine Schleife machen und dann darin rendern. Und das sollte dann unabhängig voneinander laufen. Okay, ich sollte es vielleicht nicht Draw Bitmap nennen, sondern Draw keine Video Frame oder so. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wie kriege ich denn jetzt raus überhaupt, ob das funktioniert? Ich gebe hier einfach mal was drin aus. Also, Frame. Keine Ahnung. Data. Mir egal. So. Das sollte jetzt unabhängig voneinander passieren, wenn es funktioniert, was ich gemacht habe. Ja, klappt. Warum ist das Pointer 0? Das kann eigentlich nicht stimmen. Warum ist der Pointer 0? Zumindest funktioniert das Multithreaded Decoden schon mal. Also der decodet hier unabhängig von einem Thread, wo ich rendern will. 10 Frames im Voraus. Das get await a result will reworked stack trace to take all. Ich habe gar keinen UI-Thread. Sicher, dass ich das verwenden soll? Ja, der Sebaro ist, glaube ich, mit Mathe im Studium beschäftigt. Oder mit dem Sebaro-Grill, keine Ahnung. Okay, ich mache das jetzt mal, was der Chat sagt. Also der Chat sagt, ich soll nicht task away, sondern ich soll sagen, get a waiter, get result. Also. Okay. Gut, wenn der Chat sagt, dass das besser ist, dann glaube ich das dem Chat. Gucken wir mal, ob das im Release-Mode funktioniert. Tatsächlich funktioniert auch. Okay, Chat hat recht, ich mache das jetzt so. Ist das auf GitHub? Nee. Moment, was? Hallo, mal eine Off-Topic-Frage. Ich habe jemanden auf YouTube gefunden, der dieses Interview leakt, was sie hat mit dem DICE-Team bezüglich dem neuen Battlefield. Kann ich hier Werbung für den machen, weil wir sicher einige interessieren, da du ja wenig erzählen magst, was hier drin... Na gut, ich darf dazu nichts erzählen, wenn es jemand anderes geleakt hat, da kann ich ja nichts für. Kannst du ruhig machen, das interessiert mich nicht. Das kannst du hier machen. Du kannst ruhig den Videolink posten, da kann ich dir sogar sagen, ob das stimmt oder nicht. Ob das legit ist. Wobei, du siehst es daran, ob das legit ist. Ist der Chat mit dabei?
Wenn der Chat mit dabei ist, dann siehst du ab und zu von mir mal dumme Comments im Chat. Was, Lost? Der Lost hat garantiert nicht das Interview geleakt. Ups. Ich kenne den Lost. Mit dem habe ich letztens ein Video aufgenommen. Ist das, willst du mich jibaden? Zeig mal her. You got jibaden. Zeig mal her. Da kommt jetzt wahrscheinlich Rick Astley als Link. Ach so. Nee, die Infos leaken kann der. Das ist okay. Das ist erlaubt. Der hat, The Lost zeigt nichts aus dem internen FAQ. Das ist okay. Das ist alles in Ordnung. Du darfst das Event nicht mitschneiden. Du darfst die Infos aus dem Event aber verwenden. Das ist in Ordnung, was er gemacht hat. Ich habe sogar mit dem Lost genau über dieses Thema haben wir uns da eine Weile unterhalten. Also, das ist alles in Ordnung. Du darfst nur nicht jetzt das Event mitschneiden. Hätte jetzt einer das Event hochgeladen, ja, das wäre was anderes gewesen. Nee, so ist das alles in Ordnung. Ich habe ja auch immer im Video Sachen aus dem FAQ erzählt. Okay, nochmal kurz Big Brain Time. Big Brain Time. Stimmt es jetzt, was ich hier so mache? Also, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es stimmt. Wir können ja mal kurz gucken, ob das parallel läuft. Moment, wir gucken mal, ob das parallel läuft. Also, Thread, Sleep. Ich lasse es hier mal eine Sekunde sleepen. Frame in Channel schreiben, bevor der Frame unreft wird. Ja, mache ich ja. Oder du meinst du, der löscht es dann wieder? Nee, der löscht es nicht, weil ich das gerappt habe in Videoframe und der macht am Anfang einen Ref intern nochmal. Also hier macht er einen Ref drauf, FFmpeg technisch, und gibt den dann am Ende wieder frei. Hier unref ich den Kram bloß, dass am Ende der Frame, der Ref-Counter auf 0 geht. Was ich wahrscheinlich gar nicht machen müsste. Aber immerhin, also, das klappt auf jeden Fall. Programmierst du immer in C-Sharp? Ja, das ist meine Lieblingssprache. Ich kann andere. Ich habe irgendwo sogar eine Tabelle mit, wo ich mal aufgeschrieben habe, was ich kann. Ja, also die üblichen Dinger. Ich könnte sogar was in Java programmieren, habe ich aber keinen Bock drauf. Kriege ich Anfälle. Ja, also meine Lieblingssprachen sind eindeutig C-Sharp und Ruby. Aber Ruby ist ja nicht mehr angesagt. Ruby ist entgleist, ja. Ruby interessiert keinen mehr. Leider. So, ich will mal kurz testen, ob das Ganze jetzt wirklich multithreaded ist. Also, der sollte jetzt hier 10 Bilder einlesen. Das testen wir jetzt mal, ob das auch wirklich so ist. So. Der sollte unabhängig hiervon 10 Bilder einlesen. Also, gucken wir mal. Sagen wir einfach mal Channel, Reader, Count. Gucken, ob das tut. Ja, nee. Null? Was? Warum null? Das sollten doch eigentlich weiterhin 10 sein. Die Logik muss mir jetzt mal einer erklären. Warum 0? Hä? Ich warte hier eine Sekunde. Ich lese die garantiert nicht schneller, als sie gerendert werden. Das verstehe ich nicht. Hä?
Ach, 0 ist Frame Data. Moment, Moment. Die Anzeige stimmt ja gar nicht. Lol, weh. Wartet mal. Ah ja. Die Anzeige stimmt überhaupt nicht. Okay, alles klar. Okay. So. Der müsste jetzt aber weiter rendern. Warum rendert er nicht weiter? Der sollte jetzt eigentlich weiter rendern. Wartet mal. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Der sollte eigentlich weiter rendern. Der sollte jetzt einen Durchgang machen und dann den nächsten Frame holen. Leute, kann das sein, dass das gar nicht funktioniert, was mir der Chat hier gesagt hat? Dass das hier nicht geht? Dass der Chat mich gebaitet hat? Der Chat hat mich gebaitet. Das geht nicht, Chat. Das geht nicht, was ihr geschrieben habt. Ich weiß aber nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum das eine geht und das andere nicht. Kein Schimmer. Aber jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. Guckt. Das ist genau in der Reihenfolge. Also man sieht ja auch, dass es multithreaded ist. Der macht 10 Stück instant. Mehr darf er nicht. Mehr darf er nicht. Und dann liest er. Und nach jedem Lesen kommt ein neues. Das ist, okay. Das funktioniert richtig legit multithreaded. Alles klar. Wunderbar. Wie findest du das Vim-Plugin für die Chatprints? Das habe ich noch nicht verwendet, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich mag Vim-Plugins in anderen Editors nicht. Ich mag es auch in VS Code nicht und sonst wie. Ich mag aber auch grafische Vims nicht. Also ein G-Vim ist überhaupt nicht meins. Auch wenn ich Vim auf der Kommandozeile mag. Aber wenn mein Vim nicht nach Kommandozeile aussieht, sondern nach GUI, weiß nicht, mag ich das nicht. Okay, jetzt müssen wir mal das GIF malen, ne? Gut, also, das GIF, die Coden funktioniert. So, Draw Video Frame. Jetzt muss... Ach du Scheiße, der DirectX-Shit hier. Wenn ich das schon sehe, kriege ich Anfälle. Guckt euch das mal an, das ist so Massive Pains Champ. Boah. Okay, wir machen da jetzt eine eigene Klasse draus. Wir machen da jetzt eine eigene Klasse draus. Ich verschieb das gleich. Ich mach das mal hier innen drinne, dass ich besser kopieren kann. Public Class D2D Shit. So. Oder Stuff. Komm, wir sind nett. Ich lager das irgendwo hin aus. So, also, was brauchen wir denn da? Boah, wie viel Gedöns! Oh shit. Okay, vielleicht kriege ich das doch irgendwie hin. Also, den DirectX-Kram wieder einkommentieren. Den DirectX-Kram wieder einkommentieren. So, das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Das ist so übertrieben unübersichtlich, das Zeug. Das brauchen wir auch. Übrigens, die Frage steht immer noch, warum geht das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht, aber es geht. Dann das wieder einkommentieren. Ach du Scheiße. Das Zeug ist so abartig. Okay.
Swap. Ah, hier unten rendere ich ja erst. Okay. Okay. Oh, da kommt ja noch mehr dabei. Okay, das ist nur das DirectX Setup, was wir brauchen. Das ist so geil. Das rendert noch gar nichts. Das ist nur, was man braucht, dass DirectX überhaupt der Meinung ist, dass es funktioniert. Ich guck mal, ob es crasht. Okay, es crasht nicht. Es funktioniert noch. Ist alles gut. So, und jetzt können wir versuchen, jetzt können wir versuchen, hier was zu rendern drin. Jetzt können wir versuchen, was zu rendern. Also, wo rendere ich denn hier DirectX-mäßig was? Ja, Begin Draw. Color. Gut. Ich male jetzt einfach mal ein rot, keine Ahnung, ein gelbes Fenster. Und gucken, ob das funktioniert. Begin Draw. Also damit stehe ich ja echt auf Kriegsfuß. Und jetzt irgendwie Swap Chain. Swap? Nee, wie ging das? Swap? Present. So. Und die 0, das habe ich mir gemerkt, die 0 ist V-Sync oder nicht V-Sync. Wenn ich es mit einer 1 mache, dann wartet er auf V-Sync. Wenn ich es mit einer 0 mache, schreibt er so schnell wie geht. Stopp. 0, ja. So. Ach, ich vergaß. Ein rotes Fenster zu malen ist ja gar nicht so. Doch, glaube ich, red. Gucken wir, ob wir jetzt ein rotes Fenster kriegen. Nein. Warum nicht? Ruft er das überhaupt auf? Ja. Aha! Ich mach's kaputt. Ich rendere schon, bevor ich überhaupt das Device angelegt habe. Das ist die falsche Reihenfolge. So rum, jetzt geht's. Hoffe ich. Nein. Okay, ich hätte gedacht, es funktioniert jetzt. Macht das was? Okay, von der Idee her ruft er das auf. DirectX Pros. Habe ich irgendwo was? Mache ich irgendwas falsch? Was genau gemalt werden soll? Naja, ein rotes Fenster. Sonst nix. Einfach ein rotes Fenster. War ich das falsch? Ich mach das bestimmt falsch. Weil es so eklig zu verwenden ist. Ja, Begin, Draw, Clear. Nee. Boah, ist das eklig. Also, gut. Also von der Idee her stimmt es ja, was ich da mache. Red Brush. Brush, wo ist es denn? Okay, dann malen wir jetzt ein rotes Rechteck. Malst du mit Clear? Ja, von der Idee her sollte Clear ja alles komplett auf eine Farbe setzen. Also normalerweise macht man Clear am Anfang und dann malt man oben drüber. Also wenn man nicht übermalen will. So. Warum geht das jetzt hier nicht mehr? Ach nee, das ist Rider, was keinen Fehler anzeigt, sondern mir einfach sagen will, die Farbe ist rot. Sollte Clear nicht alles transparent machen, nur mit transparent, vermute ich mal. Aber keine Ahnung. So. Mal weg. Draw Rectangle. So, und zwar New Rectangle 00 oder keine Ahnung von 10. Moment. Das. Rectangle F, alles klar. Das wollen wir haben. Unbedingt. Raw Rectangle ist mir zu billig. Ich will Rectangle F haben. So, jetzt haben wir hier. Wir starten in dem Fenster mit 10 Pixel links oben. 200 Pixel breit, 200 Pixel hoch, hohes Rechteck.
Black Brush, okay. So, funktioniert das jetzt? Wo ist das Problem? Warum geht denn das nicht? Ich habe irgendwas vergessen von meinem anderen Zeug hier. Nur, dass ich nicht mehr durchblicke, was ich da gemacht habe. Was hab ich denn vergessen? Irgendwas hab ich hier übersehen. DirectX-Zeug. Draw Image. Ja. Ah! Ich weiß, was ich vergessen habe. Habe ich das Handle vom Fenster gesetzt? Fuck, hab ich. Ach du Scheiße, keine Ahnung. Kein Schimmer. Ich weiß nicht, woran das liegt jetzt. Warum kriege ich hier kein Rectangle? Rectangle, Alter. Warum nicht? Skip. Genau, Rage Quit. So, wir machen das jetzt mal hier ohne das Ding. Wir rendern das jetzt einfach mal direkt hinten dran. Ah, der Black Brush ist nicht da. Na dann. Begin Draw, End Draw. Das ist eigentlich richtig. Dann Present. Das macht einfach nicht. Das macht nix. End Draw, Present. Okay. Vielleicht fehlt Dick eigentlich nett. Okay, ich habe legit keine Ahnung, woran das liegt. Aber wir ignorieren das jetzt einfach mal und tun so, als würde es funktionieren und malen jetzt einfach mal ein Bild. Vielleicht geht das ja. Zufälligerweise. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht geht ja einfach ein Bild mal. Moment, ich mache mal was anderes nochmal hier. Transparent. Das hatte ich ja vorher auch so. Transparent. Wird das noch aufgerufen? Fuck, nee, das geht nicht. Wir ignorieren das jetzt einfach. Wir ignorieren das. Wir gehen einfach, sagen einfach, das funktioniert. Es funktioniert und jetzt machen wir das mit dem Bild malen. Also, was zum Teufel mache ich hier? Create Bitmap. Okay, das pro Durchlauf zu machen, ist doch auch schon mal Fail. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, was ich hier bastel. Oder was ich hier gebastelt habe. Gut, wie dem auch sei, ich kopiere das jetzt einfach. Das war hier. Das ist alles, was ich zum Rendern brauche. Das kopiere ich da jetzt einfach rüber. Und dann probieren wir aus, ob das funktioniert. Und wenn wir Glück haben, klappt's. Und höchstwahrscheinlich klappt's nicht, aber das sehen wir dann. Ich habe vergessen, EndDraw aufzurufen. EndDraw, wo gibt's EndDraw? BeginDraw? EndDraw, direkt über Present. Comp Device Commit fehlt. Habe ich das übersehen? Stimmt! Wo ist denn das hin? Das hatte ich vorher noch. Habe ich das gelöscht? Moment. Pass auf. Jit Magic. Comp. Commit. Warum habe ich nichts gelöscht, aber das? Wie kann man so bescheuert sein? Gut, dass wir zumindest irgendjemand im Chat haben, der weiß, was ich hier mache, weil ich weiß es nicht. Aber warum habe ich das gelöscht? Ist doch total hängen geblieben. Richtig, Three-Head-Time, Leute. Leute. Moment, wo? Emote. Richtig. Oi. Chat hat immer recht. Nee. Der Chat hat heute schon gezeigt, dass er nicht immer recht hatte. Gut, das heißt, wir denken jetzt, wir vermuten jetzt einfach mal, es funktioniert. Probieren wir das doch mal aus. Wir probieren das doch mal aus, ob es funktioniert.
Wo ist denn hier? Begin. Also. Begin, draw, transparent. End, draw. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal red. So, und jetzt mal gucken. Ha! Bam! Also richtig massive big brain, wer auch immer das jetzt gerade geschrieben hat, dass ich das vergessen habe. Vielleicht wollte ich euch ja auch bloß testen, Chat. Okay, es funktioniert. Perfekt. Rotes Fenster. Dann können wir uns ja der Sache wieder widmen. Transparent. Gut. Ich kommentiere das jetzt einfach mal ein, weil ich keine Ahnung mehr genau habe, was ich da gemacht habe das letzte Mal. Das ist auf jeden Fall sehr ineffizient, weil ich alles pro Durchgang neu anlege und das ist dumm. Natürlich unsafe, was sonst? Nun, machen wir hier irgendwas anderes. Höhe. Breite. Was hat er jetzt schon wieder? Uint is not in. Komm. Int. Alles gut. Dann halt kein Uint. Dann halt ein Int. So. Warum eigentlich ein Int? Warum braucht man wirklich ein Int bei einer Höhe? Ich meine, was ist denn minus 200 für eine Höhe? Ich verstehe, wenn man sagt, Startpunkt ist minus 200. Na Gott, das macht doch, das macht Sinn. Minus 200 ist dann nach links, anstatt nach rechts, oder? Also mal angenommen, ich sage, ich starte von 0,0, also oben Pixel oben links. Oder sagen wir, ich starte in der Mitte. Also 0,0 und keine Ahnung, 800 oder so. Und ich male dann ein Rechteck. So, wenn ich 200 mal 200 male, dann male ich quasi sowas hier. Also ich mache Paint. Exzellent. Alter, Paint. Ja, also, wenn ich 200 mal 200 male, dann male ich sowas. 0,0 ist oben links, deswegen sage ich ja auch 0 und 800 oder so. So, und wenn ich jetzt malen würde, 200 minus 200, dann würde ich sowas hier malen, oder? Ja, so bad Paint kann das nicht. Dann würde ich quasi sowas hier malen. Dann würde es ja ins Negative gehen. Ergibt das Sinn? Kann das sein? Weil ansonsten wüsste ich nicht, warum man Ints verwendet für Höhe, Breite. Oh, es ver... Vielleicht doch gespiegelt. Oh, vielleicht ist es auch nichts von beiden und die waren einfach zu faul. So, Data. Moment, das brauche ich doch hier gar nicht, den Kram. Also. Create Effect. Nee, das brauche ich nicht. Also, Size. Brauchen wir hier? New Size. Dann haben wir gesagt, Frame. Breite. Frame Höhe. So. Frame Data. Jetzt funktioniert natürlich. Ah, Moment, das ist ja schon in Pointer. Brauchen wir nicht. Frame Line Size haben wir so schon. Okay. Breite, okay, das ist Big Brain, Quick Muffs. Da gehe ich einfach von aus, das stimmt nach wie vor. Hoffe ich mal. Dann beste Variablennamen überhaupt. So, jetzt habe ich hier so Dinger, wo ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher bin, wofür die da waren. Reformat. Brauchen wir die jetzt oder brauchen wir die jetzt nicht? Ne, die habe ich nur reinkopiert, mal aus Test. Test vom... Keine Ahnung, wir starten es jetzt einfach mal. Okay, es funktioniert nicht. Das wäre jetzt ja auch so schön gewesen, hätte es einfach funktioniert. Modke ist da. Poggers. Okay, rendert da überhaupt hier noch irgendwas? Mal gucken.
Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier treibe. Nee, Rip, der rennt ja gar nichts mehr. Lull, da ist abgeschissen. Vielleicht soll ich das awaiten, dass ich eine ordentliche Exception kriege, wenn er abkackt. War das nicht eben noch Lines? Oh, das kann sein. Ja, Moment. Nee. Das ist schon richtig so. Warte mal. Das ergibt doch... Das stimmt doch überhaupt nicht, was ich da mache. Das ist doch alles leer. Guck mal. Ach, bin ich aber schon... Guck mal. Das wird nirgendwo gesetzt. Deswegen war das vorher auch immer Nullpointer. Ich habe da nie was hingeschrieben. Das ist alles leer. Das ist alles Null. Breite Null, Höhe Null, 1 heißt Null, Data Null. Das kann ja nicht funktionieren. Ja, Try-Catch ist so ein Ding. Wenn du unmanaged Code hast, dann funktioniert Try-Catch nicht immer. Und das ist komplett unmanaged Zeugs unter der Haube. Das, ja, da steht überhaupt nichts drin. Okay, da muss ich mir jetzt noch was überlegen. Wie kriege ich die Breite raus? Die Breite ist ja in Wirklichkeit Raw, also der FFmpeg-Frame, Breite. Genau. So, Höhe ist FFmpeg-Frame Höhe. Line Size ist FFmpeg. Ist FFmpeg-Frame Line Size 0. Genau. Das hatten wir nämlich vorher. Das war das mit der 0. Was haben wir jetzt noch? Data. So, und Data ist dann das, was wir vorher auch hatten. Das ist Raw und einfach so. Nee, Date war auch 0, ne? Data 0. Und das Ganze musste man ihm dann auch sagen, dass das ein Pointer ist. Irgendwie. So, okay. Achtung. Bam! Der refresht nicht. Ach nee, ich habe ja noch ein Sleep 1 drin. Slow Motion Parrot. Aber es funktioniert schon mal. Oh, das Sleep raus. Okay, das heißt, ich kann den ganzen Shit hier rausschmeißen. Den ganzen ekligen Kram vom letzten Mal weg. So, perfekt. Den Kram auch raus. Das sieht jetzt schon deutlich aufgeräumter aus, den ganzen Kram, als das letzte Mal. So, jetzt machen wir hier mal den Sleep raus. Und jetzt? Bäm! Jawoll! Da flutscht's. Ich hab's geaddet, das Emote. Da flutscht, so, was sagt die Auslastung? Oh! Wir haben gerade 10 GB RAM ausgelastet. Haben wir League Champ irgendwo? Mal gucken, wie die CPU-Auslastung ist. Ah, das ist nice. Guck mal, jetzt haben wir viel höhere Auslastung als vorher. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen Multithreaded zumindest. Ich bin begeistert. Multithread Champ. Also es ist natürlich sinnlos, ein GIF so schnell zu rendern. Ich muss jetzt noch gucken, wie viel FPS hat das GIF und das dann realistisch. Also in dem Fall muss ich 40 Millisekunden warten, dass das GIF in korrekter Geschwindigkeit läuft. Guck, also jetzt sieht das auch schon besser aus. Jetzt sieht das normal aus. Aber wir haben irgendwo, glaube ich, einen Memory Leak. Das muss ich jetzt gerade nochmal ausprobieren. Wir machen jetzt was wir sonst nicht macht, aber ich will einfach wissen, ob es nicht daran liegt, dass der Garbage Collector einfach nicht collected. Doch, das liegt daran, dass der Garbage Collector nicht collected. Der Garbage Collector ist zu Pepo Fett. Der collected zu langsam.
Warum macht er denn sowas? Kann man dem Garbage Collector, weiß das jemand, kann man dem sagen, ey, collecte mal ab 1 GB RAM? Weil ich meine, jetzt mal ernsthaft. Man sagt ja immer, Garbage Collector nicht manuell collecten lassen und sowas, aber. Moment. Ich mach mal Debug. Aber ich meine. Achso, Moment, Garbage Collector ist ja noch drin. Aber ich meine, es kann doch nicht sein, dass der Garbage Collector erst bei was weiß ich wie viel Gigabyte RAM sich mal dazu überreden lässt, zu collecten, oder? Ich meine, wir brauchen 8G, 9G RAM, 10G RAM. Mal gucken, ab wann er collected. 11G RAM, 12G RAM. Ah! Das ist aber nett. Das ist aber nett, dass er ab 12G RAM erstmal Pause macht. 12G, also ich finde, Mist, ich dachte, das war's jetzt schon. Also ich finde, das kann man sich schon mal gönnen. Das kann man sich für den GIF-Player schon mal gönnen, 13,3 GB RAM. Also keine Schande. Gut investierte 13,3 GB RAM, ja, finde ich auch. Es ist ja fast wie ein Chrome mit 100 Tabs auf. Der Garbage Collector hat auch gar keinen Bock zu collect, kann das sein? Der denkt sich so, ja, wo ist das Problem? Reicht doch. Okay, wie kann ich dem Garbage Collector sagen, guck mal, das ist Max Generation? Nee. Der hat das einmal versucht zu collecten. Ey, guck mal. Das juckt dir nicht. Das juckt dir nicht. Das kann doch nicht. Das kannst du nicht in den Ernst, oder? Managed Language, by the way. Vielleicht hätte ich. Leute, soll ich euch mal was sagen? Vielleicht hätte ich es doch in C++ machen sollen. Gut, dann wären wir jetzt nicht so weit gewesen. Bloß nicht, Alter. C++, ich hätte Anfälle bekommen. Ich wäre durchgedreht, wenn ich das hätte in C++ machen müssen, sage ich euch. Managed Language Unsafe Keyboard. Ja, Moment. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Das hier sagt ja einfach nur, ich darf rumsauen, wie ich will, aber Managed Memory, übrigens brauche ich das Unsafe hier an der Stelle gar nicht, aber Managed Memory soll er trotzdem handeln. Mein eigenen Unmanaged Memory, das handle ich ja sogar. Okay, was ich machen könnte ist, tatsächlich mich selbst um das Aufräumen kümmern und nicht der Garbage Collector. Also ich könnte anstatt so einen Garbage Collector Destructor oder Finalizer zu verwenden, könnte ich das wirklich selbst machen. Also, das ist ja dann relativ einfach. Dann würde ich sowas sagen wie. So, dann packe ich das einfach da rein. Das kommt weg. Und ich sage hier drinne. Moment, hier unten sage ich dann Frame Dispose. So, und jetzt sollten wir auch kein Memory Leak mehr haben. Ich habe auch kein Memory Leak mehr. Easy. Easy as fuck.
Ich dachte mir halt, wir lassen das den Garbage Collector übernehmen. Zu schnell? Nee, das ist genau richtig. Das sind jetzt ungefähr so 1500 FPS. Ich finde, das ist genau richtig für das GIF. Wird langsam mehr? Ja, nee, das passt schon. Das passt schon. Manche Sachen brauchen erst ein bisschen, aber das ist... Ja, nee, guck, das passt schon. Ach, jetzt hast du collected. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Dass man von 140 auf 116 MB runter Garbage collected, ist gut. Aber von 13 GB mal was collecten, das muss man nicht. Hier, ich hab den. Moment, ich hatte es doch eben auf. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, warum das nicht collected wird. Weil. Moment. Ich habe das ja hier über einen Destructor gemacht. So, und intern ist es ja so: jede Klasse mit Finalizer wird vom Garbage Collector erstmal nicht im ersten Durchlauf collected. So. Dass Finalizer-Klassen vom Garbage Collector collected werden, müssen irgendwelche, ja, nur Bill Gates weiß es, keine Ahnung, Bedingungen eintreten. Vielleicht, dass der RAM zu voll wird oder so. Keine Ahnung. Also Finalizer-Klassen werden ein bisschen anders behandelt. Aber das geht, also normalerweise, also dass das prinzipiell funktioniert, hat man ja gesehen. Wenn ich GC Collect von Hand mache, dann geht's ja. Und dass es bei 13,3 GB nicht mehr geworden ist, das spricht auch dafür, dass der gar nicht doof ist und das intern schon weiterverwendet, aber halt diesen 13 GB Block behält. Was halt mega hängen geblieben ist, weil ich will keinen 13 GB großen GIF-Player haben. So, also 116, ich finde 116 MB für ein Fenster mit dem GIF-Player und ein bisschen DirectX-Geschiss ist schon in Ordnung. Genau, die gelben Punkte zeigen an, wo er collected, das stimmt. Aber man weiß ja nicht, ob er nur eine normale Collection macht von allen First Generation. Nee, wie heißt der Kram? First Generation? Von allen First Generation Objekten. Oder ob er eine komplette Collection macht, wo auch Finalizer drin sind. Also Finalizer ist quasi, also das habe ich mal gelesen. Wenn du ein Objekt hast mit Finalizer, dann ist das quasi wie ein Second-Generation-Objekt im Garbage Collector. Der collectet das nicht mit den normalen Sachen, sondern erst zu einem anderen Zeitpunkt. Und was auch immer, keine Ahnung. Microsoft-Logik ist mir auch wurscht. So ist eigentlich fast noch besser. Ich dispose das einfach von Hand am Ende und dann ist Ruhe. Dann ist auch gut. Ich habe mir halt gedacht, hey, Managed Language, wir können das den Garbage Collector handeln lassen. Aber bevor ich ein 13 GB... GIF-Player habt, dann collecte ich das lieber von Hand. Was ist denn, Chainlaw? Ich sehe da in deiner Message nichts. Ach, neues wie viele Emotes denn noch? Ich glaube, von allen Emote-Vorschlägen haben wir das letzte Mal, habe ich das letzte, ich glaube, die letzten 20 FFZ-Emotes sind von dir. Ach nee, du meinst neues Emote-Vorschlag für mein Emotes. Ach so. Soll denn das sein? Leute, das müsst ihr mir erklären. Erklärt mir das mal, Chat. Erklärt mir das. Wenn ihr mir das erklärt, sodass ich es auch lustig finde, dann mache ich das rein. Know Your Meme. Kann man das aufmachen, ohne dass da was passiert? Ich kenne die Seite, aber die haben manchmal etwas fragwürdige Sachen drin. Aber okay, das kann man anscheinend aufmachen. Okay. Nee, die Seite kenne ich, aber manchmal... Da kann ja Leute Bilder hochladen, da weißt du nie so genau. Also, was ist das? Origin.
Okay, das ist zusammengesetzt aus Cope und Opium. Was ist denn Cope? Was? Okay, wenn man sich mit schwierigen Sachen auseinandersetzt. Okay, das heißt, okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn was richtig in die Hose gegangen ist, setzt man sich quasi Kopium auf, dass es einem wieder besser geht. Also das fiktionale Droge setzt man sich dann auf, dass er wieder betten. Nein? Ja, was denn jetzt? Jep oder nein? Ich sehe schon, das, da bin ich zu alt für jetzt. Wow, was auch immer ich da angeklickt habe, wollte ich nicht. Wenn was kacke ist, aber du sagst schon, okay, das ist quasi, this is fine. Das ist fine. Bloß anders. Oder? Okay, dann verstehe ich. Aber ich wusste, also wir können dieses Emote nehmen, aber das müssen wir noch ein bisschen anpassen. Das sieht mir noch ein bisschen zu paintig aus. Kannst du das noch irgendwie schöner machen? Dann nehme ich's. Mache ich's direkt rein dann, nächsten Stream. Aber das muss irgendwie, das muss noch ein bisschen professioneller aussehen. Ich kann ja nicht sagen, was, aber es sieht irgendwie ziemlich, weiß ich, zusammengewurstet aus. Vielleicht das blaue, die blauen Kabel, so dass man sieht, weil wenn das so klein, das erkennt, guck mal, das erkennst du doch nicht, wenn das Emote klein ist. Das Emote ist ungefähr auf der Größe im Chat. Das erkennt man nicht. Gut. Gut, dass wir das jetzt auch mal geklärt haben. Jetzt weiß ich Bescheid. Was macht mein aktuelles Video so auf YouTube? Ah, ich hab's ja. Ich lasse meine eigenen Videos immer einmal durchlaufen, weil gut für den Algorithmus. Okay, easy. Was sagen denn die Leute? Ausbildung beginnt. Exzellent. So Leute, heute sind wir doch sogar schon relativ weit gekommen. Wir haben diesen ganzen Shit, also ich meine, Blub und Temp müssen wir noch aufräumen. Wir lagern das nächste Mal das DirectX-Zeug aus. Aber das war heute schon mal echt gut. Wir machen übrigens das Sleep mal wieder rein, dass das nicht immer so hektisch aussieht, sondern normal. Also das war doch heute schon mal richtig, richtig gut. Wir machen das Ganze jetzt multithreaded, das ist doch schon mal nice. Und wir haben das Decoding von dem GIF komplett hier raus. Das heißt, das nächste Mal lagern wir noch hier in diese Direct 2D Stuff Klasse das ganze DirectX Zeug aus und dann sieht das doch fast lesbar aus. Das Video von heute ist nicht super beliebt. Das liegt aber auch daran, weil das einfach nicht so viele Leute anspricht. Das betrifft ja erstmal nur Leute, die Ausbildung machen, gemacht, anfangen, also anfangen gerade machen oder vielleicht interessiert sind, weil sie die mal gemacht haben. Alternativ macht man es wie Hardware-Rat, erstmal harzen. Wobei stimmt ja bei ihm überhaupt nicht. Ist das eine Wiederholung? Ja. Das ist eine Wiederholung. Ich bin eigentlich schon im Bett, ge. Ich bin nicht mehr on. Bett, ge.
Ist eigentlich, was ist eigentlich mit dem Friseur? Ist der on? Wahrscheinlich nicht. Nope. Alter, der Fraser mit seinen Weep Games, ey. I weep Freezy, ey. Moment. Was? Chat, Sekunde. Was? Mich interessiert, kannst du mal checken, ob der mehr Objekte erstellt, als der GCV. Wie soll ich das machen? Du kannst es doch bei dir nachbauen. Mach irgendein Object mit Finalizer, was Memory belegt und guck, ob er es freiräumt oder nicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das checken soll. Wo ist denn das Limit? Hast du schon eine World durch? Ich habe nicht mal weitergespielt. Es ist halt äußerst repetitive, ja. Dem Game fehlt so gut wie jeglicher Inhalt. Zumal sie versuchen ja ein bisschen auf die PvP-Schiene zu gehen. Aber das ist, finde ich, nicht konsequent. Nachdem auch alle Fraktionen in der gleichen Welt spielen und du zusätzlich noch sagen kannst, ob du dich flaggen willst für PvP oder nicht. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Ich meine, in BDO ist es ansatzweise ein ähnliches System. Aber in BDO kannst du immer noch Force jemand killen, wenn er dir zu sehr auf den Sack geht. Und du hast deutlich mehr zu tun. Freust du dich noch auf ein Game? Ja, ja. Es dauert auch gar nicht mehr lang. Ich freue mich extrem auf das da. Das kommt im 2. September ist das, glaube ich. Release Date. Ja. Da freue ich mich richtig drauf. Kingmaker war schon nice. Auch wenn die Steam-Noobs das wieder nicht gecheckt haben, ne? Die Steam-Noobs bei Kingmaker, die haben geschrieben, oh nein, das Spiel ist viel zu schwer, ich sterbe in der ersten Höhle und der NPC, der vor der Höhle steht, sagt dir wortwörtlich, nehm Bomben mit gegen die Mücken da in der Höhle. Und die Leute machen das nicht, versuchen die Mücken mit dem Schwert zu killen und sterben. Und schreiben dann auf Steam, oh nein, das Spiel ist zu schwer, you suck, Developer. Ja, also da freue ich mich richtig drauf. Das kommt ja auch, wie gesagt, in einem Monat raus. Aber nächsten Monat werde ich erstmal 37. Also noch mehr Boomer als jetzt schon. Wisst ihr eigentlich, ich sag das zwar nicht, aber wisst ihr eigentlich, dass Boomer für meine Generation überhaupt nicht die korrekte Bezeichnung ist? Boomer sind Leute, die von 1948 bis 1965 geboren sind. Ich bin eigentlich kein Boomer und ich bin auch kein Zoomer. Ich bin die Generation dazwischen. Die richtigen Zoomer sind übrigens eigentlich auch gar nicht Generation Z, sondern eher Generation Alpha. Das sind die, die ab 2012 geboren sind, bis 2025. Das sind die richtigen, ich bin Doomer, genau. Ich war Millennial, ich bin Doomer. Wo ja wirklich welche dachten, dass die Welt, also das war echt hängen geblieben. Boomer ist eine Lebenseinstellung. Ja gut, das stimmt. In der heutigen Zeit wundert mich ja auch nichts. Du kannst ja auch laut Twitter, kannst du ja auch als 20-jähriger Chinese weißer alter Mann sein. Twitter, wenn ihr mir das nicht glaubt, Twitter erklärt euch schon, wie das funktioniert. Macht euch keine Gedanken. Das ist laut Twitter überhaupt kein Problem. Ohne Probleme möglich. Easy. Also kann man natürlich auch Boomer sein, wenn man nicht in der Boomer-Generation geboren ist. Das ist ganz klar. Ja, aber das war doch heute relativ erfolgreich. Das hat gut funktioniert. Wollen wir Outro-Musik machen? Bei 5 Minuten habe ich noch. 5 Minuten habe ich noch.
produktiv. Ja, war gar nicht schlecht. Gleich Bettke, gleich Bettke. Ich fand's auch cool, dass wir das immer mit, dass ich das hier mal mit Channels ausprobiert habe, weil, wie gesagt, Channels ist ja neu seit .NET, keine Ahnung, 3.1 oder so. .NET Core 3.1. Also der Vorgänger von .NET 5. Nicht zu verwechseln mit .NET Framework 4.8. Also Microsoft-Benamungen sind ja schon immer richtig gut gewesen. Tri-Fi. Gibt es noch irgendwelche interessanten Dinger, die heute passiert sind? Oh, bei Blizzard ist ja richtig die Kacke am Dampfen. Habt ihr das mitgekriegt? Die wollen jetzt streiken bei Blizzard. Jetzt, also bei Blizzard ist vorbei. Da ist jetzt wirklich richtig die Kacke am Dampfen. Aber die sind ja auch doof, ne? Die sind ja auch total hängen geblieben. Also, nach dieser Geschichte und nach der Klage, also erstmal die Klage und dann nach dieser ganzen Geschichte, dann noch diese komische Mail zu veröffentlichen, dass es doch eigentlich gar nicht so stimmt, beziehungsweise, dass man so viel dafür tut, ist typisches Management-Gelaber. Aber das ist eh so ein Rhetoriktrick, den Manager-Leute und oder auch Pressesprecher gerne versuchen, ja? Also irgendjemand kommt und sagt, Leute, eure Firma hat Scheiße gebaut, weil sie A und B gemacht hat. Da kommt eine offizielle Presseerklärung und da steht dann drinne, ich bin stolz darauf, in einer Firma zu sein, bei der A und B niemals ein Thema ist. Gewesen ist oder niemals passieren kann. Du machst einfach eine Presseerklärung, wo genau das Gegenteilige drinsteht von dem, was man dir vorwirft, obwohl sogar zwar auf der Hand liegt, dass es so ist. Aber Blizzard ist wirklich, ja, die haben keine Gewerkschaft, soweit ich weiß, in den USA bei Blizzard, aber die wollen morgen oder so, warte mal, Blizzard Streik? Die wollen morgen? Genau, die wollen morgen irgendwie streiken. Hier, Mittwoch. Das heißt, was jetzt passieren wird, ist Folgendes. Das Management von Blizzard wird jetzt versuchen, die Sachen klein zu reden und irgendwelche aus dem Ärmel gezauberten, sagen wir so, Beruhigungssachen zu erzählen. Sie haben ja in dem letzten Statement hat Blizzard ja auch erzählt, sie hätten jetzt, was haben sie geschrieben, Anti-Mobbing und Diskriminierungskurse und sowas. Da habe ich mich ja das letzte Mal schon gefragt, wie man sich sowas vorstellen soll, ja? Als ist es den Leuten, die sich scheiße verhalten, nicht klar. Als geht irgendjemand von diesen Leuten in den Kurs und man sagt ihm, hier übrigens, du hast dich da nicht gut verhalten, da sagt er, ach, wirklich? Das wusste ich ja gar nicht. Leute, die andere Leute abfacken, die machen das absichtlich, weil sie Spaß dran haben. Und die wissen das. Die machen das ja absichtlich, weil sie Spaß dran haben. Die gehen doch nicht in den Kurs und sagen danach, oh ja, das habe ich noch nie so gesehen. Ja, jetzt werde ich ein anderer Mensch nach dem Kurs. Was ein Schwachsinn. Ja, wahrscheinlich schon. Aber bei den meisten ist es so. Die meisten, die auf der Arbeit Leute abfacken, die wissen sehr wohl, dass sie das machen und die haben Spaß dran. Du hast bestimmt den einen oder anderen, der sich da noch nie Gedanken drüber gemacht hat und es nicht checkt. Aber die meisten wissen das.
Bei Warcraft 1 war noch alles okay. Es war bei Blizzard lange alles okay. Erst seit die ganzen Stonks-Leute da am Start sind. Also ich würde sagen, das letzte, wenn man mal Overwatch außen vor lässt, was ja so ein Abfallprodukt war von einem MMO, was sie machen wollten, das letzte gute Game, was Blizzard gemacht hat, ist Wings of Liberty. Overwatch auch, aber Overwatch war ja so ein, okay, vielleicht Hearthstone noch. Hearthstone lasse ich mir auch noch gefallen. Hearthstone war ja ein interner Versuch von einem kleinen Team, ob man nicht irgendwie mal was Innovatives wieder machen kann. Aber ansonsten, Wings of Liberty, wann kam Hearthstone raus? Ah, 2014, ja. Dann sagen wir mal Hearthstone. Danach konntest du es vergessen. Overwatch ist eigentlich ein ganz gutes Game gewesen, aber das war ja eher ein Unfall. Also in dem Produkt, dass das rausgekommen ist. Wirst du, wenn es rauskommt, Overwatch 2 zocken? Ich denke, ich werde es mir mal angucken, aber also nach aktuellem Stand wird Overwatch 2 ja in nächster Zeit nicht erscheinen. Und das, was ich bisher gesehen habe, rechtfertigt für mich nach wie vor kein Overwatch 2. Jeff ist weg. Hat schon seinen Grund. Der hatte keinen Bock mehr auf den Kack. Was auch immer da intern war. Der alte Blizzard, der Mitgründer, ist weg. Dings ist weg. Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Das Multitalent von Blizzard, der Voice geacted hat, Grafiken gemacht hat, die Stories geschrieben hat. Wie ist der denn? Der bekannteste Blizzard-Typ. Ich komme nicht auf den Namen. Chris Metzen, jetzt habe ich es wieder. Genau. Der ist auch weg. Es ist ja nichts mehr da. Der ist noch da. Ja, also das, ich glaube nicht, dass das was wird. Ganz ehrlich. Das ist nicht schlecht, aber ich habe so viele Emotes, die wir kaum benutzen. Ich muss die eh mal aus... Hallo? Wo ist die Emote-Anzeige? Hä? Warum habe ich hier keine FFZ-Emote-Anzeige? Was ist das Problem? Bei der Twitch ist doch alles an. Weg. Hat keinen Bock mehr. Auf anderen Rechner habe ich noch. Vielleicht muss man eingeloggt sein dazu. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe... Wie viel sind das? 80 bei der Twitch TV Emotes oder so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pro Zeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Zeilen. Alter. Ah, ungefähr 80 bei der Twitch TV Emotes. Und dann bestimmt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal mindestens um die 40 FFZ Emotes. Also. Das ist. Die Emotes verwendet gar keiner mehr. Cack-Buy ist underrated. Cack-Buy brauchen wir jetzt gleich wieder, wenn ich aufgehe. Also Leute, heute war äußerst produktiver, nicer Progress-Stream. Da kam sogar was richtig Sinnvolles bei raus. Ich mache euch heute, letzte Mal, ihr wolltet es ja wieder, ich mache euch wieder Outro-Musik, ja. Das ist ja Bettge-Musik. Oh, was ist das? Das müssen wir uns, glaube ich, angucken dann am Sonntag. Fachinformatiker Systemintegration 2011. Also, Moment, zeig her. Was hat er auf? Windows. Windows in Windows. Oh, das ist Big Brain. Ah, das ist eine VM. Windows in Windows mit Windows. Krasser Scheiß. Ich bin Nico Steinle, bin 17 Jahre alt und mache die Ausbildung zum Fachinformatiker in Fachrichtung Systemintegration hier bei der Firma Handmann. Systemintegration. Das klingt ein bisschen schwäbisch, hä?
Zu meinen Aufgaben gehört die Konfiguration und die Installation von Systemen sowie die Betreibung und die Wartung von IT-Systemen. Da ich zum Großteil in der IT-Infrastruktur beschäftigt bin, lerne ich Anwenderprobleme zu lösen. Zum Beispiel in der IT-Hotline. Oh, jawohl! Endkundensupport, beste, da hat jeder Bock drauf. Die Ausbildung dauert 3 Jahre, danach habe ich noch die Möglichkeit, mich weiterzubilden, zum Beispiel mit dem Techniker, Fachwirt. Ja, das juckt keinen. Fachwirt ist, also ehrlich gesagt, vielleicht weiß ich, ob ihr einen kennt, ich kenne niemand, der die Weiterbildungs-IHK-Geschichten gemacht hat. Ich kenne nur Leute, die nach der Ausbildung gesagt haben, ich gehe eventuell noch was studieren. Aber ich habe noch keinen gesehen, gibt es bestimmt, der diese weiterführenden IHK-Abschlüsse gemacht hat. Keine Ahnung. Oder sogar mit einem Studium. Alter, nice Soundabmischung. Okay. Da finde ich mich jetzt sogar ein bisschen wieder. Alles IBM-Notebook. Erkennt man diesen Trackpad in der Mitte, wo er gerade seinen Finger drauf hat, falls es eins ist. Was ist das, ein Kabeltester? Nee, keine Ahnung. Aber immerhin, das sieht relativ ordentlich aus, entgegen zu dem, wie es bei uns früher im EZ ausgesehen hat. Jede Menge Glasfaserstells, SC-Stecker, muss Glasfaser sein, irgendwelche Netzwerk, irgendwelche Core-Switche oder so. Die Musik ist da. Die gute alte, ihr glaubt's mir immer nicht, wenn ich sage, Server haben heute im Rechenzentrum immer noch VGA. Das ist vollkommen normal. Ich glaube auch nicht, dass das ist ein DL380, das ist nicht der neueste DL380, falls ein DL380 ist. Aber neu genug, die haben VGA, ist immer noch am Start. Warum genau muss jemand neben ihm stehen beim Glasfaserkabel einstecken? Also ich gehe davon aus, ein Azubi kann das alleine Glasfaserkabel einstecken, wenn du es ihm mal gezeigt hast. Also das ist jetzt ja nicht, dass das Wahnsinns-Skills erfordern würde, ja. Durch den Besuch von Bildungsmessen und das Absolvieren von mehreren Praktikas fiel mir die Entscheidung eigentlich ziemlich einfach, mich hier bei Handmann zu bewerben. Und obwohl ich erst im ersten Ausbildungsjahr bin, fühle ich mich schon als vollwertiges Mitglied in unserer IT. Was mir bis jetzt am besten. Das heißt, er darf den ganzen Scheiß machen, den alle anderen auch machen. Super. Ne, wahrscheinlich ist es da wirklich nicht schlecht. Gefallen hat, ist das Aufbauen von Netzwerken in der IT. Dadurch wird dann auch gleich das theoretische. Das was? Aufbauen von Netzwerken fühle ich mich schon als vollwertiges Mitglied in unserer IT. Was mir bis jetzt am besten gefallen hat, ist das Aufbauen von Netzwerken in der IT. Ja. Dadurch wird dann auch gleich das theoretische Wissen. Netzwerkkram ist echt spannend. Aus der Berufsschule in der Praxis umgesetzt. Aber mein persönliches Highlight. Aus der Berufsschule. Lull. Ganz bestimmt. Der lernt das erst, wie man es richtig macht und dann in der Berufsschule nochmal, wie man es verkehrt macht. Waren die Kennenlerntage. So entstand dann auch gleich eine gewisse Freundschaft unter den Azubis. Alter, wer hat den Sound abgemischt? Was bin ich sehend? Cisco Config? Port? Cisco Port Config? Nee. Was sieht man da, Leute? Habt ihr einen Plan? Das ist übrigens kein IBM. Meint ihr, er ist eingehackt, ja? Ist das Port Config vielleicht? Könnte schon sein. Oder auch nicht. Boah, da hätte ich keinen Bock drauf. Alter, Arbeitsplätze einrichten, hör mal auf. Es gibt so ein paar Dinger, könnten mir nicht sonst was bezahlen, das würde ich nicht machen. Das ist Hotline und das ist Turnschuh-Admin Arbeitsplätze einrichten. Habe ich jetzt dein Interesse am Beruf des Fachinformatikers für Systemintegration geweckt? Um ehrlich zu sein, danach hätte ich die Ausbildung nicht angefangen. Nach Endkundensupport an der Hotline und Arbeitsplätze einrichten. Klick dich rein. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Nee, bloß nicht. Ey, der Typ sieht aus wie der Tagesschausprecher.
Bloß, dass das nicht ist. Rede nicht so. Ja, auf dem Thumbnail kannst du ja auch gar nicht reden. Arm von Bakterien zerfressen. Geht's aber wieder. Wie Simon Desio seine Zuschauer betrügt. Gut, das ist ja nichts Neues. Wir wissen das ja schon lange, dass der kreativ ist, wissen wir auch. Also sich neuen Beschiss ausdenken. Na ja, gut. Egal. Outro-Musik. Also Leute, wir sehen uns bis nächsten Stream. CU. Keck bye.